So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Wir stehen jetzt hier vom Azimuth Hotel. Da ist Hannes immer noch der Schornsteinfeger. Das ist Pupsi, aber guck mal da hier. Hat sie sich einfach hier so ein gelbes, schnöseliges Wappentier, was übrigens auch mein Wappentier ist, da drauf geknallt. Hannes und ich haben uns gedacht, weil man darf ja wenig, also im, naja, egal. Wir haben uns jetzt einfach mal hier zwei Frühstücksbier geholt. Eins habe ich mir vorgenommen, pack kein Bier in den Vlog rein. Aber der Hannes, der hat Durst und ja, deswegen müssen wir das jetzt leider auszumachen. Hannes, auf den schönen Tag erstmal. Auf jeden Fall. Auf den Erfolg, auf alles, da wollen wir noch gar keinen hatten. Da ist ja gar nichts geschäumt, bist du denn verrückt? Das muss doch richtig. Jetzt einmal für dich, weil du der Hannes bist. Das will nicht. Und dann laufen wir erstmal. Ja, bei dir auch nicht gerade. Dann laufen wir 17 Minuten irgendwo hin. Prost. Prost, Prost. Guten Durst. Guten Tag, der Herr. Du Mann, oh Mann. Du Mann, oh Mann. Hallo. Moin, darf moin. Man da mal drauf filmen? Ja, einmal darf man. Hallo. Hallo. Du Mann, oh Mann. Ich hab noch jemand mitgebracht. Wie? Blue Grizzly. Blue Grizzly? Der ist so ganz blau und da steht noch Puma drauf. Das ist der Blue Puma, ja. Entschuldigung, die Dame. Denen sind wir doch gestern Abend schon irgendwie begegnet. Die sind uns doch gestern Abend entgegengekommen, oder? Die sind einfach alle im selben Hotel wie wir. Wir wissen das einfach gar nicht. So, sie ist nur ganz kurz, deswegen müssen wir jetzt schnell das Ding wieder ausmachen. Habt ihr das gesehen? Erstmal den Blue Grizzly getroffen und den Anamana getroffen. Und jetzt fällt mir erst mal ein, wie blöd ich bin. Eigentlich hätte man direkt sagen müssen, ey yo, gleich wollen wir ein Foto zusammen machen, so als Erinnerung. Weil die haben ja gar nichts. Ich würde nicht sagen, dass Leute Fotos mit mir vielleicht, aber manche fragen, manche würden vielleicht gerne, aber wollen nicht fragen oder denken, das will man nicht. Ich glaube, ab jetzt, wenn ich einen sehe, muss ich dann immer hin und muss immer sagen, ey yo, hier, Eiber scharf getroffen, guckt euch das an. So, kannst du weitergehen. Ja, genau. Vielleicht so einfach. Es ist bestimmt komisch für die Leute, wenn man einfach sagt, guck mal, da ist der Hannes. Und dann war es da. Also dann brauchen ein anderes Konzept. Wir sind jetzt auf jeden Fall, die Straßen sind leer. Es ist tot. Es ist alles schlafen noch. Wir sind so früh da auf. Blue Grizzly, Andamana hat auch gesagt, er hat noch eine Donation für mich dabei. Mal gucken, ob er mich im Park noch mal sieht, dann will er mir das geben. Und zufällig sind ja im gleichen Hotel gewesen wie ich. Und das wusste keiner. Hier sind wir übrigens gestern gewesen, also am Freitag. Das wollte ich euch auch noch mal zeigen, dieses Schild. Wohnen in der grünen Gropiusstadt. Das ist wie so eine eigene Insel. Und die Gropiusstadt bei Gropius wohnen hat natürlich auch ihren eigenen Gropiusbär. Also richtig genial. Hier sind mega hohe Blocks drumherum. Überall sonst was. Da ist das. Die Gropius-Passagen da vorne. Hannes macht schon wieder Vorwärtsrolle auf dem Bordstein. Und das ist Berlin. Also eigentlich, das ist Popcorn. Wir sind jetzt die Brille beschlagen. Aber das ist Berlin. Das ist der Gropius-Döner. Da haben wir draußen gestern den Community-Raid gemacht. Und guckt euch mal diese super Schilder an. Essen Sie einen Döner. Und sie werden immer schöner. Mit einem Döner-Teller geht's schneller. Habe ich so auch noch nie gehört. Essen Sie einen Döner, dann werden sie immer schöner. Mit dem Döner-Teller geht's schneller. So, die Jungs haben sich jetzt Frühstück geholt. Ne, guck. Die Pupsi hat einen Döner. Ach, einen Donut meine ich. Sorry, Döner, ein Donut. Der Hannes gönnt sich hier eine Mozzarella-Dings, Tomaten. Hannes. Und hier haben wir noch so einen Käsebimmel. Guck dir das an. Hat er extra jetzt warm gemacht. Wir warten nämlich immer noch auf den Bus. Ich habe schon wieder einen Dönerladen gefunden. Das heißt aber diesmal, jetzt sehe ich es gar nicht mehr. Guck mal hier, ist aber auch zu. Wir sind so früh dran, alles hat zu. Aber das heißt, Conti Döner bei Samo. Döner Drehspieß, schicken Döner, alles am Start. Die haben sogar Four Bro Eistee. Guckt euch mal im Busch an. Also hier die. Guck mal, wie schön rund die sind. Neuer Pokéball gefunden, ne? Die wollen doch jetzt die Ultrabälle einfügen, wo du die Ultrabestien fängst. Und das sieht einfach richtig genial aus. So muss das aussehen. Zucht und Ordnung in Berlin. So, gefühlt sind wir jetzt hier angekommen in der Tauernallee, ne? Der Hannes guckt schon ganz gespannt.
Hier sind schon lauter Leute am Start und irgendwie ist da schon so eine, das ist der Eingang wahrscheinlich, gar keine lange Schlange. Das heißt, wir müssen eigentlich noch kurz mal ein Bierchen trinken, gemütlich, damit wir dann auch rein können. Pupsi läuft einfach weg. Tschüss Pupsi, bis zum nächsten Mal. Ja. So, und da haben wir den nächsten getroffen, den Pokehunter. Ne? Welches Level, welches Team? 50, Team Gelb. Team Gelb 50, so muss das aussehen. Und wir uns was hast du heute für Ziele? Was willst du heute unbedingt holen beim GoFest? Ja. Relaxo mit holen. Vielleicht. In Shiny. Wäre schon eine Option. Hast du schon Shiny Incognitos? Ein einziges? Ja, aber nur okay. Heute gibt's ja genug, ne? Da wird sicherlich was dabei sein. Das sah gut aus mit der Shiny-Rate, weil ich es gesehen habe. Mal gucken. Wir holen uns jetzt erstmal Bändchen hier, dass es vorangeht und wieder reinkommen können. Das ist der Pokehunter. Wenn ihr den kennt, wenn ihr mit ihm befreundet seid, schreibt's mir in die Kommentare. Pokehunter. Darf man sie filmen? Nein, mach das Ding aus. Okay, ja, das ist genau Anzeige. Das gehört. So, da? Ja, das passt so. Das muss man ja festhalten, diesen epischen Moment, ja, wie man hier da so ein Partybändchen kriegt. So? Wunderbar. Super, viel Spaß Ihnen. Dankeschön. Hallo. Yeah! Ach verdammt, jetzt müssen wir uns dann. Nee, wir müssen erst einmal hier. Ja, deswegen. Ach los, komm doch gehen. Irgendjemand hat gesagt, wir sind hier mit 5-0. Was? Nicht 5-0. Also 5-0 nicht, 0,5. Nicht 5-0, 0,5. Aber nur eine, weil ich habe noch eine 0,5. Ich muss mal kurz hier, kann ich das mal hier schon mal abstellen? So. Wollen Sie da kurz reingucken? Da ist nur noch eine Flasche Cola drin. Wunderbar. Müssen wir mal hier zeigen, wie das hier alles aussieht. Strenge Kontrollen am Eingang. Danke. So, ich filme euch jetzt einfach, wie ihr reinlauft. Drinnen ist Wasserspende. Ja. Danke. So. Das hat doch geklappt. Jetzt ist also statt 0,33 doch 0,5 erlaubt. Jetzt haben wir so eine kleine biblische Cola-Flasche. Du kannst meine Wasserflasche. Obwohl man eine normale 0,5er hätte mitnehmen können. Kein 5,0 hat er gesagt, aber 0,5. Ja, super. So, wo wollen wir denn zuerst hin? Hier haben wir einen dicken Wegweiser nochmal. Da, Klo, jetzt, wo ich die halbe da ist der Exit Tauernhalle, da können wir raus. Ne? Information First Aid, der Jendik Neighborhood. AR Art Installation Team Launches Restrooms. Du willst aufs Klo, das heißt, wir müssen nach links. Nachdem ich jetzt das halbe Wasser getrunken. Das fängt ja schon mal gut an, du kommst rein und direkt erstmal auf die Toilette. Hi. Da kann ich ja mein Wasser auffüllen, was ich noch nicht getrunken habe. Dann muss ich jetzt meine Wasserflasche haben. Auffüllen. Hey, das sieht ja schon mal richtig cool aus. Hier ist überall Zeug aufgestellt, da ist auch noch ein riesen Spielplatz daneben. Sieht auf jeden Fall gut aus. Nehmt eure Kinder her, stell dich hier ab, die können sich hier selbst beschäftigen. Guckt ihr das an. Da noch ein riesen Klettergerüst. Eine Kletterkugel. Da ist noch eine Pyramide in der Mitte. Wir sind theoretisch zwar jetzt in den Park reingegangen, aber alles spielt sich eigentlich in der Mitte im Zentrum ab. Und irgendwie auf der Karte sah es so aus, als wäre das immer ein mega weites Stück, bis man erstmal noch ins Zentrum kommt. Der Park ist zwar riesengroß, aber innen drin ist alles so angesammelt und außen hast du erstmal noch ein bisschen Fußweg vom Eingang bis direkt ins Geschehen rein. So, wir sind jetzt hier bei der Spielelandschaft angekommen. Hier gibt es auch ein Imbissangebot mit Thüringer Rostbratwurst. Guck dir das an. Thüringer Rostbratwurst. Currywurst mit Brötchen, Geflügel, Wiener, Curry, Boulette, Pommes, Nuggets, nuggig, es gibt sogar Ayran. Dann könnt ihr die Ayran-Challenge auf dem GoFest machen. Für 1,50 klingt eigentlich gut, obwohl, ich brauche mal ein richtiges hier. Radler, 4, okay, klingt nicht gut. 4,50 für ein Radler. Aber hier kannst du Bier trinken, Malztrunk, 3 Euro. Sauber, da musst du gleich nein. Was haben wir denn hier? Hier haben wir komische Hütten. Guck dir das mal an. Es ist halt jetzt wirklich noch gar nichts los. Wir sind so früh hier. Wir sind jetzt schon reingekommen. Es ist 8.20 Uhr oder so. Um 9 Uhr ist ja eigentlich, geht es erst los. Um 11 Uhr sind die meisten. Für 11 Uhr sind alle Tickets verkauft. Für Early Access ab 9 Uhr gibt es sogar jetzt immer noch Tickets. Na, guckt euch mal hier die Hütte an. Ne? Das sieht doch gut aus. Wenn ihr da wohnen wollt, schreibt es mal in die Kommentare.
Guckt euch das an. Das hat nichts mit dem Go-Fest zu tun im eigentlichen Sinn. Aber es gehört zum Britzergarten natürlich. Das ist richtig geil. Ja, das regt dich jetzt richtig, weil das so geil ist. Da ist eine Schildkröte. Da ist ein... Man könnte denken, das ist hier so ein Wikinger-Schiff. Ne? Guck. Ja. Ich weiß gar nicht, was wir hier sind. Das könnte ja schon ein Habitat sein, aber ich glaube, wir sind trotzdem immer noch irgendwo außerhalb. Das ist hier mega groß. Hier ist so viel Zeug da einfach. Guck dir das doch mal an. Vielleicht sind deshalb auch die Tickets so teuer. Weil da der Eintritt normal drin ist, den die wollen, und dann noch der Rest für den Rest. Das ist ein Sofa für den Hannes. Das sieht doch gut aus. Und die Spielelandschaft hört nicht auf. Ihr lauft hier weiter und hier steht einfach alles voll. Ein Häuschen nach dem anderen, eine Hütte nach der anderen. Überall wie kleine Iglos, Bungalows, wo ihr rein könnt, wo ihr was sehen könnt. Hier Tiere, der sterbende Schwan. Überall alles voll. Hier ein riesiges... Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich kann dazu gar nichts sagen. Lauter hier so Netze. Ein großes, vernetztes Netzwerk. Dazwischen hängt eine Hängematte. Hier kann man auch drüber klettern. Da kannst du dich reinhängen in die Hängematte. Kannst da drüben hängen, kannst da oben hängen. Die ist höher als die anderen. Alles in bunten Farben. Da hinten ist ein dicker Elefant. Und das ist trotzdem immer noch theoretisch ein Stück außerhalb von der eigentlichen Fläche, wo das ganze Pokémon-Zeug ist. Das ist Britzergarten-Stück ohne das Pokémon-Gedöns. Aber trotzdem, jetzt gibt es schon viel zu sehen. Für Kinder. So, hier. Guck dir die Elefanten an. Die Elefanten-Mama. Plus das Elefanten-Baby. Plus Turm. Und dann hier Rutsche. Jetzt stell mich nicht die ganze Zeit hin, als wäre ich so ein Unmensch. Du kannst so viel labern, wie du willst, auch wenn ich film. Wenn selbst die Zuschauer einfach in die laufende Production eintreten dürfen und dazwischen reden dürfen, dann darfst du das doch auch. Nee, da geh ich jetzt schnell weg. Warte, ich komm gleich zurück. Ich will nur mal kurz hier die Brücke filmen. Hier, guck mal. Guck dir das an. Sieht alles richtig episch aus, ja? Wir sind immer eigentlich noch gar nicht da. Wir müssen eigentlich noch weiter da rein. So, nachdem wir jetzt alle auf der Toilette waren, haben wir den nächsten Wegweiser gefunden. Hier steht jetzt auch was dran von Molten Rocks, ne? Das müsste ja ein Habitat sein, was auch aufgebaut ist. Ich würde mal sagen, wir laufen deswegen jetzt mal davor in diese Richtung und schauen mal, ob wir Molten Rocks als Habitat sehen. In Dortmund war das ja richtig cool aufgebaut mit so Vulkan, Lavagestein. Der Ispo hat sich da total verliebt. Gucken, wie das hier aussieht. So, wenn ihr das seht und fasziniert seid, ne, dann dreht euch mal um und guckt euch das an. Da gibt es noch viel mehr davon. So sehe ich auch immer aus, wenn ich früh aufstehe und ich weiß, was ich mit der Frisur machen soll. Dann fliegt die links und rechts. Super Fotomodel. Guck dir das an. Da ist der Brezelstand. Oh, guck mal, Käse, Schinkenstange, das ist übelst cool. Der darf auch nicht fehlen. Ja. Riesenbrezel, 4 Euro. Käsebrezel, 4,50. Käse, Schinkenstange, 4,50. Guck dir das an. Mmh. Und nicht mal ein Verkäufer da. Bruder, gönn dir. So, am Anfang gab es einen Bierstand, wo das Bier 4 Euro gekostet hat. Habe ich gedacht, wie teuer ist das denn? Je weiter man in den Park kommt, desto teurer wird das Bier. Da vorne war ein Stand, 5 Euro die Flasche, ne? 0,55 Euro. Wird immer besser. Hier kommen jetzt theoretisch Teamlounges auch. Ihr habt hier so ein riesiges Kondom aufgebaut. Hier habt ihr blau, da habt ihr gelb, da habt ihr rot. Und wenn ihr mal hier reinfuchst, seht ihr, blau ist keiner da, blau ist leer. Blau will sich auch gar keiner setzen. Ist ja peinlich, ne? Rot, pass auf, ich zeig dir Rot. Eigentlich muss ich mich da hinsetzen, mit meinem Fummel, ne? Müsste ich mich eigentlich zu Rot setzen. Rot ist leer, ist keiner da, will sich keiner setzen. Wartet mal auf Gelb, ne? Jetzt kommt's. Erstmal sehe ich, dass Gelb mehr Tische hat als Rot. Das ist Gelb. Guck dir das an. Sitzt zwar auch keiner da, aber es sind mehr Tische
als blau und sind mehr Tische als rot. Das Geheimnis ist, die sitzen einfach alle da drin. Da ist nämlich Schatten und Dach über dem Kopf, ne? Aber wenn natürlich dann es losgeht und sich füllt, dann werden hier auch bestimmt überall Leute sitzen. Sonst war das immer geteilt. Und da gab es extra eine Teamlounge blau, die auf der Karte verzeichnet war. Es gab eine Teamlounge rot, die auf der Karte verzeichnet war und gelb, alles getrennt. Hier kommen alle theoretisch zusammen. Die gelben, die blauen und die roten. Alle vereint, Team Regenbogen. So, was darf natürlich nicht fehlen auf keinem GoFace, bei keiner Safari? Die mobilen Ladestationen, die immer aufgebaut sind wie ein Pogestop. Sieht man hier. Da ist Pogestop, kannst du drehen. Dann steht da extra ganz groß dran Powerbank. Ihr habt hier natürlich überall Kabel mit Kabelbindern fest und ihr könnt ihr eure Handys anstecken und könnt natürlich alles laden. Schön, dass alles nass ist. Steckt mal das nasse Kabel bei euch in den Anschluss. Boom, Junge. Und dann, na gut, wird schon nicht passieren. Daher freut sich schon, ne? Ihm ist auch schon passiert. Ich glaube, wir haben Hannes seine Bank gefunden. Ich habe noch nie eine schwarze Bank gesehen. Bei uns sind die immer komplett weiß oder grün. Aber komplett schwarz habe ich noch nie gesehen. Das ist Hannes Bank, ne? Wenn ich mich drauf habe, dann... Nach Hannes brennt, wo Hannes kocht, jetzt das neue Format Hannes Bank. Da sitzt er immer auf der Bank, trinkt Bier und dann hält sich mit den Passanten oder pöbelt die an. So, es ist jetzt genau 9.01 Uhr, ne? Es hat gerade gestartet mit Early Access und guckt euch das mal an, wie übertrieben das ist. Ich muss mal hier in den Schatten. Nee, da ist Musik, das ist mir zu laut, ich gehe lieber hier rüber. Guckt euch an, wie viele Incognito da rumsitzen, sind die komplett bescheuert. Ich komme überhaupt gar nicht mehr klar. Was ist jetzt hier was? Ich weiß es nicht. Wir machen einfach mal den Rauch an, auf jeden Fall. Rauch hält eine Stunde. Macht am besten die ganze Zeit lang Rauch an, auch zusätzlich. Hier ist auch ein Relaxo mit Hut in der Nähe. Da müssten wir eigentlich dann auch mal hin. Vergesst in der Nähe, es sitzt einfach am anderen Ende des Parkes. Aber überall sitzen die Incognito, da ist Capuno aufgetaucht. Wir müssen mal hier kurz die Forschung anklicken, schauen, was wir da für Aufgaben haben, dass wir die dann auch nach und nach abarbeiten müssen. Wir haben es nicht mal geschafft, zum ersten Habitat zu kommen, weil wir vorher schon raus sind. Berlin 1 von 7, mach 3 Schnappschüsse von deinem Pokémon, erkunde 1 Kilometer, dreh 7 Pokestops oder Arenen. 7 Kapitel in der ersten Spezialforschung gibt es auf jeden Fall. Und die werden wir jetzt erstmal lösen. Dann werden wir uns zurückmelden und mal gucken, ob wir einen Shiny kriegen, irgendwas. Wir können mal hier eins antippen. Nix, aber egal. Ich brauche Incognitos heute. So, wir haben jetzt hier ein Incognito drin. Ich will jetzt mal einen Schnappschuss machen, weil eigentlich soll es ja auch Rotom geben. Ich weiß nicht, ob die jetzt aus Schnappschüssen kommen oder sonst was. Hier sitzt ein Pikachu. Ein neues Pikachu natürlich auch hier mit diesem super Shaman-Kostüm, was total bekloppt aussieht. Ich habe das andere Bild gesehen mit dem Hut, das sah richtig toll aus. War ja leider nicht echt. Das hat nur ein paar Blüten dran. Das ist leider ein bisschen enttäuschend. Rotom habe ich noch nicht gesehen, aber die Schnappschüsse haben auf jeden Fall gezählt. Versuchen das jetzt mal hier rein zu tüten, dann weiterzugehen. Wir suchen eigentlich immer noch ein paar Habitate. Die müssen wir euch ja noch zeigen im Video, wie die aussehen. Wieso kriegst du einen Rotom und ich nicht? Ich habe auch gerade einen Schnappschuss gemacht, bei mir ist nichts aufgetaucht. So, pass auf. Hast du das bei einem Wilden gemacht? Ja. Machen wir es mal bei einem Wilden. Pikachu, zack, nix. Nix? Nee, ich hab, guck, ich hab nix, jetzt hüpft es in der Luft rum. Nee, hast du gefangen letzte? Oder hast du gefangen und dann habe ich einen Schnappschuss gemacht gehabt? Ich frag bei Wilden, ja bei Wilden so. Ja. Wenn ich aber das Incognito nehme und mache da ein, jetzt ist eins aufgetaucht, das musst du nicht verstehen. Gut, jetzt gehe ich zurück, jetzt sehe ich es auf einmal auf dem Bild, da ist es aufgetaucht. Pupsi, denk dran, mach Schnappschüsse, sammel die Rotom, ne? Hast du schon einen Schnappschuss gemacht? Ja, schon alle drei. So, da haben wir das erste Relaxo gesichtet, wir drücken mal drauf. Das ist kein Relaxo, das ist Kamau. Wir fliehen mal fix. Ich will doch auf das Relaxo tippen mit einem Hut. Der Hut sieht so künstlich und deplatziert aus. Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich hier mit einer Hand fangen kann. Das ist auf jeden Fall zu lasch. Ich brauche mehr Power. Ich kann aber nicht. Ich muss die Kamera irgendwo hinstellen. Hier gibt es aber nichts. Das Relaxo flieht. Wir nehmen euch mal so in die Hand. Wir probieren es jetzt nochmal mit der anderen Hand.
Das ist mega kompliziert. Jetzt muss ich die Kamera hier dahinter klemmen, aber irgendwie funktioniert das ja trotzdem. Das Handy davor. Schauen, ob wir das Relaxo eintüten. Relaxo ist drin. Und wenn wir jetzt vielleicht einen Schnappschuss machen von diesem Relaxo, dürfte sogar ein Rotom auftauchen. Da ist ein Rotom aufgetaucht. Als Rasenmäher, auch neu. Nehmen wir natürlich auch mit. Drücken wir hier oben das an. Das ist Rotom als Rasenmäher. Packt man auch hier einen Hyperball drauf. Bisher gab es eine Rotom-Form, das ist die zweite Rotom-Form, die released wurde. Nehmen die mit, ist immer gutes Tauschmaterial. Gibt immer wieder Leute, die sagen, sie haben noch kein einziges Rotom. Wo es die denn überhaupt gab und wie man da rankommt. Die brauchen die jedes Mal. So, einfach einmal eintüten kurz. Eins, zwei. Das ist der Riese Bremerhaven. Der ist aber groß. Servus. Wer bist du? Muss ich aber vorstellen. Ich bin der Mari, ich schaue immer nur anonym deine Videos. Anonym? Der Anonymus ist vorbeigelaufen, habt ihr das gesehen? Viel Spaß hier. Und da war der Riese Bremerhaven, er ist schon wieder weg. Also hast du gar keine Zeit. Hier, Rotom gefangen, pass auf, Rotom gefangen. Hier, 15 Angriff, okay. Gehen wir weiter. Gucken wir mal, was es noch gibt. Hä? Noch ein Relaxo. Nix. Gut. Wir brauchen Relaxo Shiny unbedingt heute. So, Pupsi hat schon das erste Shiny Relaxo mit Hut mitgenommen. Hinter mir seht ihr den See, ne? Guckt euch das mal an. Zack. Sieht das nicht gut aus? Da ist, ich weiß nicht, was es ist, ein Riesenhaufen. Das ist wahrscheinlich ein Restaurant. Da stehen auf jeden Fall lauter Tische, Bistro-Tische. Wir laufen da mal drüber vorbei. Wir sind immer auf der Suche nach einem Habitat. Wir müssen eh 1 Kilometer laufen, dass die Aufgabe fertig wird. Die Inkognitos, die am Anfang überall gesessen haben, sind einfach alle weg. Die meisten, die du angedrückt hast, sind einfach geflohen oder sind verpufft. Keine Ahnung. Aber Pupsi hat auf jeden Fall schon mal was gut. So, ihr seht ihr das nochmal von der Seite mit den Bistro-Tischen. Wie das hier ausschaut. Das scheint wirklich, wo man speisen kann. Da drüben sind auch irgendwie wie so Höhlen. Und ich höre schon, ich höre mysteriöse Pokémon-Musik. Wir laufen mal darüber und gucken uns das an. Oh mein Gott. Da ist auch ein Vulkan hinter mir aufgebaut, ja. Da kommt erst Rauch raus, dann kommt eine Feuerfontäne rausgeschossen. Leider darf man hier nicht drüber laufen, sonst wäre ich jetzt direkt reingeklettert. Wir wollen aber immer eigentlich noch darüber laufen. Pupsi ist schon da drüben. Hannes ist hinter mir. Und ihr hört original die Musik, wie wenn ihr in den Höhlen zugange seid. Wenn ihr in den Pokémon-Spielen in den Höhlen unterwegs seid, originalen Sound. Finde ich richtig genial. So, hört ihr das? Was erinnert euch das? Was habt ihr da für Bilder im Kopf? Und guckt euch das mal an. Da liegt einfach ein Ei. Hier ist alles eingerichtet. Hier sind noch mehr Eier überall hier verteilt. Hier dampft es auch. Ein Lavafluss. Hier habt ihr noch ein 2 Kilometer Ei gefunden. Da habt ihr noch ein 10 Kilometer Ei stehen. Hier ist ein 12 Kilometer Ei. Ein Lavafluss hier. Auf jeden Fall richtig cool. Ich weiß nicht, wo Pupsi ist. Hannes rennt hier auch noch irgendwo rum. Ich muss schnell weiter. Ich muss Relaxo suchen. So, da ist das erste Shiny da auf dem Hauptaccount. Ein Shiny Onyx. Wie soll das sein? Gerade bei der Sammlerherausforderung müsst ihr hier ein paar Pokémon fangen. Auch Grillmark. Mein erstes Grillmark gerade bekommen. Leider kein Shiny. Onyx ist jetzt da. Als Shiny. Onyx ist theoretisch eh geboostet. Ist also jetzt nicht so wertvoll. Den kriegt man auch so ganz gut außerhalb. Mit nochmal erhöhten Chancen ist der eh geboostet, bleibt auch drin, wunderbar. Mir fehlt, glaube ich, jetzt auch nur noch eins, dann ist die erste Sammlerherausforderung auch abgeschlossen. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, ihr habt ja hier im Heute-Tab diese einzelnen Habitate aufgelistet, elektrischer Garten, geschmolzenes Gestein, da fehlt noch ein Kamaub und da fehlt noch ein Lunastein, windige Wüste, lebendige Wiese, müsst ihr alles fangen. Geschmolzenes Gestein? Nochmal? Hä? Ich blick gar nicht mehr durch. Gut, wir müssen noch Glumanda fangen. Glumanda, Kamaub und Hunduster. Alles klar, ich weiß Bescheid, was ich machen muss. So, jetzt habe ich das erstmal gerafft, dass beim geschmolzenen Gestein, es gibt es zweimal und einmal muss man Glumanda fangen, noch zusätzlich und bei dem anderen nicht. Geschmolzenes Gestein holen wir jetzt mal ab. Sind dann auf dem Weg zum Electric Garden. Gucken mal, was hier rauskommt. Hoffentlich was Fettes. Ein Kiesling. Nehmen wir halt das Kiesling mit.
in der Hoffnung, dass es vielleicht gute IV hat für das Video. Ansonsten Elektrikgarten auf dem Weg. Die Relaxo sind plötzlich auch keine Relaxo mehr da, hat abgenommen. Keine Incognitos mehr, keine Relaxo mehr da. Kiesling, schlecht, was willst du mehr? Gehst du raus, da ist Incognito, als hätte ich es gerade gesagt. Gerade die tote Oma darf man nicht zeigen. Ich habe ja gerade deine Stimme erkannt. So, guck mal, wie wir da gefunden haben. Tode Oma ist auch am Start. Dürfen wir nicht zeigen. Merkt euch die Füße, ne? Und wen haben wir hier? Stell mich mal kurz so hin. Brezel Queen. Team, Level? Level 50. 50. Ja, das rote Team natürlich. Rotes Team, ne? Oh, du hast mich vorher rausgeschmissen. Ich habe ein Geschenk versehentlich geöffnet. Das war was Persönliches. Ja, ich hab's nicht mitbekommen. Ich muss ja immer mal aufräumen, ich hab schon wieder 400 voll. Wenn heute jemand kommt, ich kann immer nichts annehmen. Wer sind deine Begleiter hier? Darf man die zeigen? Ja, klar. Da steht noch eine Dame. Ja, eine Dame, wer? Ich bin Fanta Giro, Brezel Queens Schwester. Ja. Die Schwester davon? Ja, ja. Zwillingsschwester. Aber und wen haben wir da? Kräuterriese. Kräuterriese? Ja, der ist auf jeden Fall sehr groß. Guckt euch mal den Unterschied an hier. Das ist ja klar. Ja, guck mal hier so. Habt ihr schon was Gescheites gefangen heute hier? Habt ihr schon Relaxo gesehen? Nee, der ist platt. Luft ist raus. Pupsi hat schon Shiny Relaxo gekriegt. Super. Ich habe eigentlich gerade einen Shiny Tarnpignon drauf, aber den konnte ich noch nicht fangen. Den muss ich noch einfangen. Ja. Die bringen nämlich Glück, die Schwestern, die Zwillingsschwestern bringen Glück. Warte mal, den hast du gerade eben gefangen? Der, ja, das ist der erste, den ich jetzt hier gesehen habe. Der gehört ja hier zum Electric Garden und deswegen... Deswegen waren halt so viele. Wir müssen ja die Habitate abklappern, damit wir die Sammlerherausforderungen meistern. Und da nimmt man auch sowas mit, ein Shiny Tarnpignon. Tarn, Pignon, Pignon, wie auch immer, egal. So, schön cool. Euch zu sehen, nochmal hier so viel ganz Glück in der Runde, wunderbar. Frohes Fangen. Ja, kein Problem, und wenn du mal wieder in die Liste willst, ne, sag halt Bescheid. Ich mache ab und zu mal Platz und kann Leute raustun und dann wieder andere Leute rein. So, hier seht ihr schon einen Steg, das ist nämlich hier der Steg im Britzer Garten, den habe ich ja auch mal eingeblendet. Und hier ist noch ein weiterer Pokestop, da steht Snorlax Foto OP. Normalerweise soll hier also ein Snorlax aufgebaut sein. Wir haben ja gerade zwei Mitarbeiter getroffen. Die haben gesagt, der stand vorhin schon mal, der ist jetzt wieder eingegangen. Der liegt jetzt gerade hier rum. Der wird nachher nochmal aufgebaut. Wir kommen dann nochmal wieder und gucken uns den mal an, den Vorher-Nachher-Effekt. Wenn der groß und fett hier steht, dann kannst du hier wahrscheinlich auch Fotos machen mit dem Kollegen, ne? Snorlax Foto OP auf dem Britzer Steg. So. Da guckt, da flirten sie schon wieder hier mit die Mitarbeiter die ganze Zeit. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Also das muss heute auf jeden Fall unbedingt noch mit rein. So, wir haben noch ein Shiny abgegriffen hier mit Shiny Mirapla. Ich hoffe, das Tarnpignon eben ging gar nicht unter. Der elektrische Garten ist irgendwie aber ganz da drüben. Obwohl hier die Spawns rumsitzen. Also wir versuchen mal jetzt darüber zu driften. Es ist halt alles groß, es ist alles weitläufig. Da drüben laufen überall die Leute da oben lang. Wir sind hier unten so ein bisschen für uns. Bin mal gespannt, was das dann wird. Es ist 9.46 Uhr, wenn es wirklich um 11 ist und dann nochmal richtig sich alles füllt, wie es dann aussieht, wie du hier dann fußen kannst. Das brauche ich auch noch für die Sammelherausforderung. So, jetzt haben wir hier 62 auf der Medaille von der Sammelherausforderung. Wir tippen nochmal ganz kurz das Tarnpignon an, ob das ein Shiny ist. Ist ein normales. Und holen wir hier die Belohnung ab von elektrischer Garten. Obwohl wir noch gar nicht wirklich im elektrischen Garten waren, wie uns gerade gesagt wurde. Und drücken wir hier drauf, da ist auch ein Tarnpignon drin. Ist aber auch leider ein normales, kein Shiny. Aber eins ist ja schon da. Laufen dann mal hier rüber. Pokémon Go Fest Partner. Was war da denn los? Guckt euch das Schild an, guckt euch die Brücke an, guckt euch da hinten an, wie im Urlaub, ne? Das ist richtig genial. Pokémon Go Fest, Media, steht hier alles voll. Wir laufen jetzt aber zum Electric Garden. So, ihr habt ja auch die drei Teamleader gefunden. Einmal blau, ist ein Fotopunkt sicherlich, könnt euch daneben stellen, könnt Bilder machen. Daneben haben wir natürlich rot und das Beste kommt dann zum Schluss. Sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Schön mit dem Pokéball in der Hand ausgestreckt, einmal rot, einmal gelb hier drüben. Ich weiß nicht warum, aber der erinnert mich immer an Schilling. Ist ja auch der einzigste Mann in der Runde von den Gelben. Das ist der Schilling und der Schilling ist gelb, also das passt wie die Faust aufs Auge.
Und hier drüben haben wir noch einen Professor. Den sehen wir hier nämlich. Muss mal kurz warten. Der Professor Willow. Der ist auch am Start. Also könnt ihr euch ruhig hinstellen, könnt da Bilder machen. Tut euch keinen Zwang an. Go Fest Berlin. So, wir haben den einen Kilometer erkundet. Was auch immer das heißen sollte. Holen wir hier die Bonbons ab. Den Staub. Die Erfahrungspunkte. Die Glückseier. Die Sternstücke. Sind auf Kapitel 2 gelandet. Wir haben keine Zeit, uns die Geschichte durchzulesen. Aber wir können euch die Aufgaben sagen. 5 Pokémon vom Typ Wasser. 5 vom Typ Gestein. 5 vom Typ Fee. 5 vom Typ Gift. Gibt auch wieder 2 Sonderbonbons und Bälle All Mars. Ich bin gespannt auf die Belohnungen, die da rauskommen an den Pokémon-Belohnungen, Pokémon-Begegnungen. Und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Electric Garden. Obwohl ja das Habitat in der Fangherausforderung schon abgeschlossen ist. Also da sitzt hier noch was Cooles. Hier, Shiny Check, nix. So, ich weiß nicht, ob wir richtig sind oder sonst was. Hier ist auf jeden Fall die ganze Zeit so Elektrozaun. Ja, da ist Elektrozaun, dort ist Elektrozaun. Wir laufen einfach mal hinterher hier. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Stellt euch mal vor, irgendwo ist ein Elektrozaun. Und der ist einfach immer da, weil es ein Elektrozaun ist. Und du, ah, Electric Garden, gehst hin. Dann lieber, ich blicke hier nicht durch. Das ist alles so, jetzt geht's einmal nach hier, einmal nach da. Aber wir wollten ja hinterherlaufen, genau. Wir machen mal diesen Weg hier. Die anderen kommen auch da hinten irgendwo. Wir suchen doch nur Electric Garden. Und wahrscheinlich ist das. Vielleicht ist der Zaun einfach schon der Electric Garden und stellt halt das da. Und da gibt es keinen weiteren Aufbau. Man müsste ja nur mal dran fassen. Und wenn da kein Strom drauf ist, wisst ihr, es ist Deko. Wenn da Strom drauf ist, wisst ihr, es ist was anderes. Jetzt sind wir nämlich genau hier gegenüber, denn dort drüben ist das Relaxo gewesen. So, wir haben den nächsten getroffen hier. Das ist der Itch2Domo. Genau, hi. Welches Team, welches Level? Blau 41 im Moment. Ich mach das noch gar nicht so lange. Blau 41. Genau. Noch nicht so lange dabei, aber das wird heute noch. Hast du schon was Gutes gefangen? Wahrscheinlich so ein Grad haben wir Darkrai gemacht und wir lassen es ganz langsam angehen. Erstmal in Ruhe essen und nicht unter Stress setzen lassen. Genau, nicht unter Stress. Man hat genügend Zeit. So viele Spawns gibt es ja nun auch nicht. Da kann man auch mal den Tag in Ruhe genießen und chillen. Genau. Ruhig angehen lassen. Da wünsche ich dir noch viel Spaß und eine gute Ausbeute. Man sieht sich. Ciao. Also ich habe gar keinen Durchblick, ne? Du siehst auf der Karte wahrscheinlich immer genau zur vollen Stunde sitzen einfach überall die Cognito. Aber gefühlt nach 2 Minuten, die spawnen die einfach, verpuffen. Und du hast also, um 9 Uhr war es ja so, als es angefangen hat, überall Inkognito. Nach 2 Minuten, puff, 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 sind alle verpufft. Jetzt 10 Uhr, zack, überall Inkognito. Jetzt sind wir hier gelaufen, wir hatten Spawns, irgendwas mit Gestein und so und Gift und Käfer. Plötzlich verpuffen die auch alle. 10.07 Uhr verpuffen die und plötzlich sitzen da der Wasser-Pokémon da. Jetzt sitzt hier auch auf einmal Sodamark, also Sodamark ist auch gerade am Start. Aber ihr habt ja eben im zweiten Kapitel eine Aufgabe, Wasser-Pokémon zu fangen. Ich verstehe das Spawn-System noch nicht. Vielleicht sind wir aber auch gerade die Grenze raus wegen Habitat und sind jetzt hier hingekommen. Ich habe keine Ahnung, aus dem Habitat heraus vielleicht. Und deswegen haben die Spawns gewechselt, ansonsten weiß ich nicht, ob, warum das immer zu was anderes ist. Wir fangen jetzt erstmal hier das Sodamark ein. Was es ja noch nicht in Shiny gibt. Kannst du mal beißen? Was ist das? Ein Raupi? Ein Honliu? So ähnlich. Probier. Wie beißen? Da ist Käsesoße drauf. Das schmeckt aber gut. Wer bist du? Ein Zuschauer. Und wer? Das müssen wir doch wissen. Ich bin kein Pokémon Go-Zuschauer. Also ich spiele Pokémon Go, aber ich mache viel andere Sachen. Becher stapeln und sowas. Und wie heißt dein Account? Drülz. Ist ja wichtig. Drülz. Level? 47. Team? Rot. Was machst du auf... Wo hast du das Ding her? Selbst gedruckt, ne? Selbst gedruckt, ja, ja. Oh, scheiße. So, Frage war ja eigentlich, was machst du auf YouTube, wenn du kein Pokémon machst? Ich bin Becherstapler. Becherstapler? Mhm. Ja. Also auf YouTube Stacking Daniel, da lade ich so Becherstapel-Videos hoch, fahre auf Weltmeisterschaften und sowas. Von dass es da Weltmeisterschaften gibt, ne? Es gibt irgendwie von allem eine Weltmeisterschaft. Es gibt sogar von so Steckenpferdreiten Weltmeisterschaften. Also... Dann lieber Becher stapeln, genau. Sage ich mal dazu. Ja, macht ne? Viel Spaß, viel Erfolg noch. Ja, dir auch viel Erfolg ja. Natürlich. Kennt ihr Becher stapeln? Habt das auch schon mal gemacht? Stacking Daniel, könnt ihr mal auschecken. So, wir haben natürlich Pupsis Hotdog-Stand jetzt gerade nicht drauf, aber den besuchen wir gerade auch noch. Hier ist schon wieder ein Döner.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Hier gibt es nämlich Döner für 8 Euro. Hier drüben ist gleich ein Becksstand. Da hinten gibt es noch mehr, da drüben gibt es noch mehr. Da ist wieder Becksstand, da ist der Holzkohlegrill. Hier gibt es Kaffee und Krebs. Hier gibt es Hannes to go, ja. Überall was. Müssen wir mal gucken, irgendwas wollen wir ja vielleicht auch essen. Pupsi ist, glaube ich, auf der Suche immer nach irgendwelche Burger mit Pommes oder so Zeug. Wir sind jetzt eigentlich schon im Windy Coast Habitat, deswegen sind auch diese ganzen Wasser-Pokémon, ja? Mir fehlt noch Marmolita und mir fehlt Pitora. Ding eingetütet, Shiny. Und Hannes hat Shiny Geronimats mitgenommen. Das werdet ihr wahrscheinlich gerade eh nicht sehen, weil alles so hell und belichtet ist. Ja. So, was der Hannes kann, kann der Ramses schon lange. Ne? Hab jetzt auch einen Shiny Geronimats hier mir geholt. Also bin gerade noch dran, einfach fabelhafter Wurf, aber wir müssen eigentlich drin bleiben. Hier gibt's auch einen Thai-Wok. Seht ihr da vorne? Ein Thai-Wok. Da ist Fries, American Food. Hier habt ihr noch The Southern Soul. Da habt ihr noch Pupsi. Das Geronimats ist drin. Was? Bratwurst 5 Euro, da hinten hat eine 3,50 gekostet, aber 5 für eine Bratwurst 5 Euro. Wir können mal kurz hier den Humpen am Zelt zeigen, dass ihr noch mal seht. Wir müssen ja hier das Essen festhalten. Guck mal. Spare Ribs, Pulled Ribs, Southern Salad, Plenty Nugget Bucket, ein ganzer Ofen, Fried Chicken Bucket, Fried Chicken Slider. Also es gibt wirklich gute Auswahl, wenn du essen möchtest. Hier natürlich auch Asian-Nudeln alles, Thai-Curry auch dabei, Frühlingsröllchen. Oder eben auch die amerikanischen Wochen sind dabei. Damit kann ich nichts anfangen. Falafel, da gehen wir gleich weiter. Hier Cheeseburger, Hamburger. Ist ja nicht wirklich was da, kommt da noch alles dazu. Fries, Burger and more, das gibt's auch auf jedem Go-Fest immer. Pommes, Kombi-Deals, Mega-Burger, Pommes, alles. Das liegt hier irgendwann alles aus. Müssen wir nachher nochmal hin, dass ihr das mal seht, wie das dann aussieht. Es ist ja noch ziemlich am Anfang, das füllt sich noch. So, was ist natürlich, wenn du in Berlin aufschlägst, triffst du natürlich die ganze Berlin-Tag-und-Nacht-Crew und Besatzung. Wen haben wir hier getroffen? Kennedy. Das ist Bazooka 187, CRR. Bazooka. Aus Regensburg. Regensburg. Team Rot. Team Rot. Level. 43. Fast 44. 43. Da hört ja, das. Da geht was. Deine Kollegen, kann man die auch zeigen oder vorstellen? Da oder ist mein Bruder. Bleiben? Das ist der Bruder. Der Horst. Servus. Der Horst ist der Bruder. Du bist ja. Welches Team? Ja, Team Rot. Horst Rot. 1310. Level 44. Und die Dame? Team Gelb. Gelb. Und Level? 44. 44? Genau, aber eigentlich schon 55. 45. Wir haben vorhin auch welche getroffen, da war auch da eine Dame, die mal in meiner Liste war und die hat auch ihre Schwester dabei gehabt. So kommt das. Immer alles Familientreffen hier beim GoFest. Wie immer. Aber hier, original Berlin Tag und Nacht. Mir fällt es nicht ein grad. So, der Bazooka bringt Glück, nachdem wir rausgefunden haben, dass er gar nicht nach Berlin gehört, sondern bei Köln mitspielt und nicht bei Berlin. Gab es jetzt noch einen Shiny Krebskorps oben drauf. Und Pupsi hat herausgefunden, dass man die Hotdogs ohne Belag sogar belegen kann. Das ist im Preis mit drin. Erinnert an die IKEA-Geschichte, aber die werdet ihr wahrscheinlich gar nicht kennen. Also, belegt eure Hotdogs. Oder wenn da nichts drauf ist, dann fragt halt, kommt da noch was drauf? Die sagen es euch schon. Guck mal, da haben wir noch einen gefunden. Den kennen wir noch aus dem letzten Mal von Gera. Der Maggie oder wie ist das jetzt eigentlich? Sag mal, MacMC. Stimmt gar nicht so. Maggie. Welches Team warst du? Welches Level? Du hast kein Level, siehst du? Ihr müsst kein Level haben, braucht er nicht. Ihr könnt auch ohne Level spielen. Level 50, Team hat er auch nicht. Gut, oder nicht. Team? Rot. Zählt jemand mit, wie viele rote, wie viele gelbe und wie viele blaue wir heute getroffen haben? Und wer sich vorstellt, das ist wichtig für die Statistik, die braucht man hier. Keine Sorge, dass wir den Habitaten habe ich auch nicht verstanden. Du hast schon die Spawns und du siehst aber nichts, weil alles gleich aussieht. Genau, alles gleich aussieht. Und wenn man mal was sieht, weiß es nicht, soll es ein Habitat sein oder ist es was anderes? Ja, und ich versuche immer eine Fotobomb zu machen und funktioniert nicht. Fotobombs, denkt an Rotom, habe ich auch schon wieder vergessen. So, wir wollen mal kurz die Belohnung abholen vom windige Küstenhabitat. Was ich noch nicht gefunden habe, was aber angeblich da hinten irgendwo ist, da hinten, wo der Hotdog-Stand ist, den müssen wir uns gleich noch zeigen, uns, euch. Aber wir haben das Habitat schon mal fertig. Es ist noch ein Habitat übrig, wo man noch alles fangen muss. Mal gucken, wann da die Spawns anfangen. Mal gucken, was hier drin ist.
Hannes hat auch gerade noch einen Shiny Pikachu bekommen, habe ich schon erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich es im Video gesagt habe. Ist also auch schon da. Hier ist ein Geronimatz drin für den Herrn aus Köln. Ne? Geronimatz ist da drin, falls sie das abschließen. Mit seinem Bärtle. Und die, warum setzt du die Sonnenbrille nicht auf? So gut für die Augen. Ja, weil das ist nicht schick. Scheiß Sonne. Scheiß Sonne, genau. Das, wenn ich Partner wäre von der Yannick, dürftest du das aber nicht sagen. Da müsste ich es rausschneiden. So bleibt alles drin. 96% aus Berlin. Das nehmen wir mit. So, wir haben jetzt extra Pupsis Special Hotdog Stand gefunden, von dem sie so schwärmen, wo man einmal Hotdog nicht belegen kann, wenn man es vergisst, und einmal Hotdog belegen kann. Das ist hier der Mega Hotdog Stand. Hotdog. Und da ist auch der Hannes. Der holt sich nämlich gerade ein. Es gibt hier Classic Hotdog für 4,50 und Chili Cheese. Extra Chili Cheese Soße 5 Euro. Das seht ihr, da wird er gerade drauf gemacht. Du hast ja bestimmt einen Chili Cheese genommen. Natürlich. Und was Pupsi vorher nicht gesehen hat, hier sind noch Zutaten. Da könnt ihr euch noch belegen mit Röstzwiebeln, Gurken, Krautsalat und nochmal Chili Soßen scharf hot. Chili scharf hot. Da ist nochmal alles dabei. Finde ich gut. Einfach ein Hotdog für zwischendurch, ist auch nicht zu viel. Geht immer mal. Unten rein und dann oben drauf. Unten rein. Boah, da sind Jalapenos drin, oh mein Gott. Guck mal, wie schön das gefüllt wird, wie gut er aussieht. Jetzt kommt der Krautsalat oben drauf. Saure Gurken. Und Röstzwiebeln, die fallen gleich alle runter. Das sehe ich schon. Ich finde es aber stark, dass da hier Jalapenos drin sind. Ja, das ist richtig nice. So, lass es schmecken, Hannes. Donny, magst du auch mal beißen? Nee, aber du. Beiß mal rein, nur fürs Video, du musst es ja nicht wirklich runterschlucken. Also. Genau. So, das sieht doch gut aus. Ich glaube, da könntest du sogar wirklich einfach nur den Classic Hotdog nehmen. Weil wenn du so viel Zeugs drauf machst und auch scharfe Soße hast, ist der trotzdem dann richtig brachial. Sag mal, Kölner, ne? Sag ich mal hier, Bazooka Joe. Findest du auch, der Hannes sieht aus wie ein Schornsteinfeger? Mit seinem Zylinder. Der beste Schornsteinfeger. Eglor. Den würde ich auch gerne mal durch den Kamin jagen. Ja. Genau. Ich mich auch. Entschuldigung, darf ich mal hier vielleicht das Aquana und das Blitzer abfilmen? Ja. Schnell noch die Mütze auf, genau. Habe ich auch noch nicht gesehen. Gibt's mit euch auch offizielle Meet and Greets hier beim GoFest, wo man sich anstellen kann? Nee, hier kommt man direkt dran. Wenn man drauf zugeht, dann hat man ja auch was davon. Aufgegessen hat man. Es war aber mega brutal, in der Wärme so rumzulaufen, oder? Oh, es geht. Also ich könnte es nicht. Aber es sieht auf jeden Fall stark aus. Macht auch nicht jeder. Dann viel Spaß auf jeden Fall noch. So, ihr seht ja schon, langsam füllt sich's. Immer mehr Menschen kommen hier rein. Und ich glaube, wir haben endlich das windige Küstenhabitat gefunden. Das seht ihr hinter uns. Ne? Das ist das Habitat. Das sind nämlich zwei Stühle. Aber nein, hier ist Sand, hier ist Schatten. Guck mal eine Pflanze an. Hier hast du eine Schatztruhe. Da sind Goldmünzen drin. Hier hast du wie so ein Steg, aber nicht das zum Essen, sondern das andere. Da hast du einen Leuchtturm hier an der Küste. Hier stehen die Leute die ganze Zeit, machen Fotos mit sich und tun sich gegenseitig fotografieren. Da sind zwei Türsteher. Da habe ich richtig Angst, wenn ich da hingucke. Deswegen, der Leuchtturm sieht aus wie ich. Ne? Zumindest genauso breit. So, 5 Meter weitergelaufen, nächsten Herrn getroffen. Guck mal, wie nett er aussieht, ne? Das ist der Licht und Korn. Habt ihr bestimmt alle schon mal gehört oder gelesen. Welches Team, welches Level? Knobidu, 46. Team Gelb. Team Gelb. Aber passt, guck, Team Rot, ne? Er ist Rot 46, hier Gelb 50. Da können wir nicht durcheinander bringen. Alles voll. Wer ist der kleine Herr? Malte Schnalte, Level 41, Team Blau. Super! Und wo habt ihr schon was Tolles gefangen heute? Kein Shiny. Habt ihr schon alle Habitate gesehen? Noch nicht. Also das sieht man ja wenigstens, dass das hier ein Habitat ist, ja. Das andere ist mit den geschmolzenen Steinen, da wo der Vulkan ist und der Rauch, das war auch super. Aber der Electric Garden, geht bitte nicht hin. Das sind Brennnesseln mit dem Elektrozaum drum und das war's. Also das sieht ein bisschen komisch aus. Gar nicht gesehen. Ansonsten viel Spaß natürlich. Dir auch. Man sieht sich. Ja. Ghetto Faust, genau. So, ich stehe jetzt hier alleine im dicken Fichtendickicht, ne? Guckt euch mal das an. Sieht das nicht schön aus? Wie am Strand oder wie im Dschungel. Hier ist eine Brücke, da geht's hoch. Da oben ist noch wie ein Steg. Da könnt ihr hier nochmal rüber gucken. Über die ganze Landschaft. Da drüben. Weiß ich gar nicht, was das ist. Irgendwo ist das Relaxo. Das Relaxo müssen wir heute auch auf jeden Fall noch suchen. Wir müssen jetzt hier hoch und müssen mal schauen, ob wir den Rest wieder finden.
Die stehen nämlich da oben rum und wir sind eigentlich gerade auf der Suche nach den Feen. Hallo Pupsi. Hallo. Guck mal, hinter dir sind Menschen. Da ist die Golden Gate Bridge hier. Gesucht? Ich war kurz austreten. Nein, ich habe mir nur das dicke Fichtendickicht angeguckt da unten. Ist aber kompliziert. Guck mal, fühl mein Bruder. Wer ist das? Der Tonepie ist am Start. Den müssen wir nicht vorstellen. Noch nüchtern. Den kennt nämlich jeder. Das ist der Tonepie und der Bruder da vorne ist der Marc. Niemals am Start. Ne? Fühl mein Bruder. Ich glaube, das sind Worte, an die werde ich mich mein Leben lang erinnern. Fühl mein Bruder und so weiter. Ja. Habt ihr schon was gefangen, was Gutes? Shiny irgendwas gekriegt? Ja, das L-Shiny habe ich bekommen. L-Shiny. Gut, red mal nur von Incognito. Hast du eins bekommen? Nein. Gut, Andrea hat abgerissen, die hat ein A und ein B. Die geht das Alphabet chronologisch durch, glaube ich. So, Marc und Pierre sind auch wieder weitergezogen. Wir suchen eigentlich das lebendige Wiesenhabitat. Ich weiß nicht, was das hier ist. Wir sind jetzt hier reingelaufen. Hier ist alles grün. Aber ich glaube, weil die Spawns nicht da sind, dass das gar kein Habitat ist. Sondern dass es hier einfach so aussieht. Es ist ja trotzdem der Britzergarten. Der muss ja auch so grün aussehen im Normalfall. Die Spawns sind nämlich immer noch die gleichen. Guck mal, ich hab Trainertipps gefunden. Kennt ihr den? Der kann mittlerweile auch Deutsch, ne? Ja. Wie ist dein Ingame-Name? Happy Elf Hippo. Happy Elf Hippo. Da kriegt man doch gleich gute Laune. Welches Team? Team Gelb. Gelb, genau beste. Ja, ich bin rot, guck. Nein, ich bin gelb natürlich. Welche Farbe? Ach, welches Level meine ich? 46. Das ist, ich habe nicht so einen schönen Hut auf, da steigt einem die Hitze zu Kopf. Hast du schon was gefangen, was Tolles heute? Mein Highlight von heute, das ist ein Shiny Incognito von der Go Plus. Welcher Buchstabe? Jetzt kommt's. Ob ich neidisch sein muss? Ich glaube, es ist ein N. Die Anzeige stimmt noch. Es ist ein... Er hat einen schwarzen Bildschirm, er sieht gerade nichts, deswegen kann es dürfte ein N sein. Ein N? Es ist bestimmt ein S, oder weil es heißt ja Ultra Beast, was da ist. Und Shiny, ich weiß nicht, hier auf Tarnpiklon. Da habe ich auch eins heute bekommen. Hast du schon den Incognito habe ich leider gerade nicht. Affen? Ja. Grillmark. Genau, Grillmark. Nö. Aber ich habe ihn einmal gesehen. Das ist Forschung. Mir ist vorhin ein Feenvieh abgehauen. Ja. Ein Feenvieh? Die Freundin für die Nachentwicklung von Togetic. Nee, Togetic ist mir abgehauen. Togetic ist, ja gut. Da müssen wir eigentlich hin. Da ist die Fangherausforderung nämlich noch und das sind auch die Sachen. Wer ist denn hier? Wer steht denn hier die ganze Zeit? Guten Tag. Guten Tag. Wer sind Sie denn? Der Gaming Yoshi. Der was? Gaming? Yoshi. Gaming Yoshi? Ja. Ich bin der Typ, dem letztens das Mewtwo geflohen ist, weil Spiel abgeschmiert ist. Oh, dem ist das Mewtwo geflohen. Ja, es sind so viele Leute, habe ich immer keinen Durchblick. Welches Level bist du? 33. 33 Farbe? Teamfarbe? Blau. Blau? Ihr seht alles wirklich bunt, da kommen die Gelben, die Blauen, die Roten, alle dabei. Dem ist das Mewtwo geflohen. Ist euch auch schon mal Mewtwo geflohen? Schreibt's mal in die Kommentare. Was ist dein Highlight bis heute gewesen? Das ist Incognito. Das ist Incognito. Alles tun hier Incognitos. Das ist ein E. Ich sehe nur mich hier, aber da ist ein E drauf, Incognito E. Die spawnen ja immer zur vollen Stunde, ne? Hast du bestimmt mitbekommen. Das hat gedauert, bis wir das rausgefunden haben. Das ist immer zur vollen Stunde erstmal überall welche sitzen und nach 2 Minuten verduften die wieder. Da muss man zuschlagen, da muss man alles andrücken. Nicht fangen, nur andrücken und direkt wieder fliehen. So, ich wünsche dir viel Spaß heute noch auf jeden Fall. Und das nächste Mewtwo bleibt drin, aber jetzt ist Mewtwo ja erstmal weg. Aber egal. Jetzt stehe ich mal ganz kurz hier an der Ecke, ne? Ich beobachte da das wilde Treiben. Wir suchen immer noch die lebendige Wiese, aber guckt euch mal das an. Wir filmen einfach mal die Leute in der freien Natur, wie sie Fotos machen mit dem Bisaflor. Das reimt sich sogar. Dann renne ich ganz kurz hin. Ja, ich bin ja natürlich Rapper in der Freizeit, da muss man natürlich Texte schreiben und Gedichte. Das passt alles zusammen. So, wir rennen mal kurz hin. Bisaflor. Grüße an BisaFanTV an der Stelle, ne? Das wäre dein Pokémon, das ist genau dein Ding. Da musst du hin, aber nicht draufsetzen, dann geht die Luft raus. So, obwohl wir ja eigentlich schon das geschmolzene Gestein, Fang, Herausforderungswurf, Ding fertig gemacht haben, war ja ein zweites da, was gestern auch schon den ganzen Tag drin war. Und jetzt saß hier gerade ein Glumanda beim Hannes auf dem Fuß, saß das drauf. Und jetzt holen wir das natürlich auch mal ab und gucken mal rein, was da ist. Ihr wisst ja schon alle, weil ihr habt es ja schon abgeholt, ihr habt ja gestern gespielt. Ne? Es ist ein Grillmark. Konnte das dann gestern schon shiny sein? Ja, bestimmt, ich weiß es nicht. Na gut, seit
mit Eventbeginn, ja klar. Also das haben ja Leute am Freitag gespielt, dann mussten die das ja auch schon shiny hätten haben können. Man hätte also, obwohl man für Samstag Ticket hat, schon am Freitag shiny Grillmark fangen können. Theoretisch, glaube ich, aus der Aufgabe. So, wir bewerten es noch kurz und ziehen weiter. Ist eh schlecht, aber Hauptsache Berlin steht dran. Wir suchen immer noch die lebendige Wiese. So, wir haben die Wiese immer noch nicht gefunden. Keine Ahnung, aber wir haben was anderes gefunden. Es gibt nämlich nicht nur die Pokestops, wo ihr eure Sachen aufladen könnt. Es gibt ja auch ein Niantic-Knubbel, ja. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Das sieht auch herrlich aus. Habe ich noch nie gesehen. In Dortmund gab es ja immer nur die blauen. Hier, der ist schön orange. Sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus. Könnt auch überall hier anstöpseln, Handys laden. Hier ist eine Zielscheibe, ne? Da kann der Hannes dann seine Bierflaschen dagegen zimmern. Und da ist, ich weiß nicht, was das ist, eine Niantic Support Supply. Was ist Supply? Wir haben hier noch ein fettes Niantic Schrift. Da steht Niantic mitten auf der ganzen Wiese. Da kommt der Bazooka Joe und ich habe keine Ahnung. Überall Zelte wieder. Müssen nochmal darüber die Schrift abfilmen. Die gab es ja damals auch schon. Uns das alles nochmal reinziehen. Wir haben jetzt hier so einen Fotostand gefunden auch. Finde ich auch richtig genial. Hier steht ein Kollege, ne? Der macht hier Fotos. Da können sich die Leute da vorstellen. Er macht ein Bild. Dann wird ihm das angezeigt. Es scheint ein Pokémon mit auf dem Bild drauf. Bei uns war es Pikachu. Und dann könnt ihr hier unten das einfach abscannen. Und wenn ihr das abscannt, dann kommt ihr hier auf die Seite und seht diese Fotos, die alle gemacht wurden heute und könnt die runterladen. Da könnt ihr auch euer eigenes Foto runterladen. Wenn ich jetzt mal hier drauf drücke, das müsste ja unser sein. Das müsstet ihr jetzt groß sehen, so ein kleines Gruppenfoto mit einem Pikachu drauf, Pokémon Go Fest. Das sieht auf jeden Fall auch sehr genial aus. Und alles englischsprachige Mitarbeiter hier, offiziell, richtig genial. Pupsi ist gerade rumgerannt und hat auch noch was gesammelt. Jetzt hier, was ist das alles? Weiß ich nicht. Da war hier Aufkleber von den Teamfarben. Wir haben hier so eine schöne Postkarte noch vom GoFest. Wir haben Schlüsselanhänger, einzelne. Einmal hier natürlich blau, einmal hier rot, einmal hier gelb. Sehr genial. Alles zum Verlosen. Ja, das hänge ich mir alles hin, das packe ich mir alles in eine Truhe irgendwo. Wie viel gekostet? 5 Euro. Alles kostenlos natürlich. Hoffe ich. Jetzt drehe ich gleich hier. Ich muss das mal einpacken. Habt ihr Foto hier gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Wart ihr da? Habt ihr euch da reingequetscht? Ist da auch nochmal die Sticker? Wenn du hast, wenn du kriegst. Hier ist ein Krabbelstand, ja. Da gehen die Leute hin und krabbeln sich alles weg. Und dann wird immer wieder was draufgelegt und dann krabbelt man wieder alles runter. Also zu viele. Das sieht gut aus. Da haben wir was. Und immer, wen wir treffen, können wir gleich eins verkaufen, verschenken, verlosen oder mit heim. Die Postkarte gerne, natürlich. Die Postkarte sieht doch mit am besten aus, weil die genau das ganze Bild und das ganze Spektrum zeigt. Postkarten gefunden. Super, danke Pupsi. So, wir haben immer noch nicht die lebendige Wiese gefunden. Aber ich habe noch einen Shiny Relaxo gefunden. Aber die hat schon ihr zweites Shiny Relaxo. Und guckt mal hier, kennt ihr den? Den Mann mit dem Hut, das ist der Tobi, der Heise. Ohne L, nicht Heisel, da dreht er wieder durch. Das ist der Heise. Sag mal, schwitzt du nicht? Bist du bekloppt? Hier, dicke, fette Jacke, aber guck dir mal die Jacke an. Das ist ja richtig episch. Gab sie so zu kaufen oder ist sie selbst bestickt? Habt ihr aus dem. Boah, ich weiß nicht mehr, wie die Seite hieß, aber die habe ich mir da gekauft. Hier ist hier Raids, legendäre Raids, normale Raids, Champion-Dings. Hier die Herzen für die Buddies, hier die ganzen Liegen drauf. Hier nochmal ein Bällchen, hier das Rocket-Symbol. Das sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Hier übelst ausgestattet. Handy noch an der Hand, zack. Daneben habt ihr den Jojo. Hallo. Den ich ein bisschen vermisse, ne? Den sieht man gar nicht mehr. Und jetzt sieht man nur hier. Das ist der Jojo. Und der Jojo, ich dachte, das ist so ein kleiner, süßer Junge. Und jetzt steht hier so eine Maschine da, ne? Und da wirkt der Tobi jetzt wie ein. Wie der Tobi halt. Kein Lauch, genau. Was ist dein Highlight bis heute gewesen? Highlight. Von Fängen oder sowas. Oder von irgendwas. Alle berichten jetzt, alle würden sagen, Shiny Cognito. Nee, was war dein Highlight? Das Relaxo tatsächlich. Relaxo? Ja. Obwohl der Hut sieht doch aber doof aus, oder? Das ist so künstlich. Ist dein Highlight gewesen? Das Rotom.
Proton? Oh, ja, das ist ein guter Call. Das ist ein guter Call. Das ist ja garantiert. Also. Aber für die, die dich nicht kennen, welches Team, welches Level nochmal dazu? Das Team Insect. Ach, da zeigt er gleich seinen Account mit seinem Grauton. Meinem. Na, welches Team, welches Level sind wir denn, Tobi? Ich bin Level 20 und Team Pink. Mittlerweile, ja. Er hat nämlich nochmal neu angefangen, weil er gesagt hat, ihm wird es zu langweilig, da oben schon alles erreicht. Er fängt jetzt von unten an, das Feld aufzugraben. Ich bin okay. So, wir sind jetzt hier an einem Wayfarer-Stand. Ich habe keine Ahnung, was man hier genau machen muss, aber wenn man so eine Wayfarer-Medaille oder so vorzeigt, kann man sich, glaube ich, hier was aussuchen. Hier gibt es nämlich, hier gibt's Mützen, hier gibt es Brillen, hier gibt es Sticker, hier gibt es T-Shirts, wohl nur Kindergrößen noch, blau und schwarz. Hallo! Hi! Reicht das, wenn man die Medaille zeigt? Oh, Wayfarer? Nice! Yeah, that nice. Works! Yes. Where would you like? How sizes are these? Yeah, so currently we ran out of the adult, but we have the kids. The kids? All the way down from small to extra large and medium. Or we have the sunglasses and the hats as well. I think I take this. Yeah, go for it. This is black. This looks good. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Have a good day. Kann ich zwar nicht anziehen, weil es zu klein ist, aber kann man sich ja an die Wand hängen als Andenken. So. Sieht bestimmt cool aus. Außerdem hat Pupsi ja schon Cabby organisiert, als ihre Medaille gezeigt hat. Jetzt muss der Hannes nur noch hin und dann kriegt man noch eine Sonnenbrille dazu. Das ist ja genial. Dafür hat man Freunde, ne? Guck dir noch mal kurz hier dieses Laken an, was da hängt. Hier ist also der Wayfarer-Stand. Vielen Dank, Trainer, Wayfarer, Explorer, Pokémon Go Fest 22. Du bist hier, you are hier. Da ist noch Trainer ab Level 38 plus. Join Wayfarer today. Wenn ihr noch keinen Wayfarer-Account habt, macht euch mal einen. Es ist immer wichtig. Viele Leute sagen immer, sie reichen Pokestops ein und die sind ewig in der Warteschlange. Wenn keiner da ist, der auch mal bewertet, dann kommt auch nichts durch. Also man kann nicht immer nur einreichen, man muss auch mal vorgeschlagene Stops bewerten, abarbeiten und dann wächst das Spiel, die Stops wachsen. Und Hannes hat jetzt auch extra nochmal seine Medaille vorgezeigt. Und dafür hat er jetzt nochmal eine Sonnenbrille bekommen und einen Sticker. Das ist Hannes jetzt. Jetzt der, nee, der coole Hannes mit Kostüm Edition. Ja, die Brille kriegt der Ramon von mir. Da gibt's also alles. Dann... Ja. Warte mal, setz noch mal auf. Zusätzlich kriegst du dann nämlich die Mütze oben drauf. Und einen Schal krieg ich dann auch noch um, oder? Und dann ist Winter. Und dann halte ich das noch hier so dran. Und dann habt ihr das komplette Outfit. Das ist die Wayfarer Edition vom Hannes. Mit T-Shirt, mit Brille und mit Mütze. Gibt's aber nur beim GoFest. Danach gibt's Hannes nur wieder in seiner normalen Version zu finden. Beim GoFest aber kostümiert in der Wayfarer Edition. So, wir sind jetzt hier beim Niantic Schriftzug angekommen. Hinter uns Wiese, Musik, Zelte, Pavillons. Und hier seht ihr den gigantischen Niantic Schriftzug. Niantic. Den gab's damals auch schon in Dortmund. Ich glaube sogar bei der Safari-Zone und beim GoFest. Sieht richtig genial aus, oder? Dieses frisch, fruchtige, orangige Orange von Niantic. Richtig genial. Ich glaube, irgendwas ist passiert. Ihr seht plötzlich die ganze Masse. Die ganze Masse läuft einfach da hoch. Alle kommen von links angelaufen nach dort. Manche rennen sogar. Alle sind auf dem Weg und rennen da. Die nächsten, sie rennen, sie rennen, sie rennen. Keiner weiß, was los ist. Da vorne rennen alle hoch. Die nächsten fangen an zu rennen, alle gehen da hoch in diese Richtung, wie ein Ameisenschwarm. Vor allem keiner weiß, um was es geht, aber alle rennen in die Richtung. Und dann war gar nichts. Also mittlerweile haben welche gesagt, dass da ein 100er Relaxo sitzt, mit Hut. Deswegen seht ihr, die Leute stürmen alle los, alle rennen davor. Und ich komme nicht weiter, weil da ist ein Busch. Verdammt. So, da kam gerade einer entgegen, hat gemeint, ihr habt noch 5 Minuten. Keiner weiß, wie viel WP das hat, glaube ich. Wir werden sie gleich sehen. Hier muss ja irgendwo was auftauchen. Kann man ja eigentlich nicht übersehen. Aber die Massen überall. Die Leute kommen von überall angerannt. Rennen alle dahinter, alle suchen das Relaxo. Hinter mir, vor mir, alle hier rein. Irgendwo ein 100er Relaxo. Ja,
Yeah, I got the hand over there. That's the most important part. This is Saturday. This is what Saturday go back. Okay? Okay? Okay. So, man muss wohl wirklich bis zum Parkende laufen, ne? Die meisten laufen auch schon zurück, die haben es wohl erfolgreich gefangen. Es dürfte aber theoretisch noch da sitzen, ich habe keine Infos. Ich hoffe, ich finde die anderen dann wieder. Alles wegen einem 100er Relaxo. Das ist ein Moment, den erlebst du nicht, wenn du in Nippburghausen spielst. Hier sitzt eins, das muss es glaube ich sein, ich hoffe es zumindest. 2119. Wir legen euch mal auf den Boden, damit wir es fangen können. Falls es das ist, einfach fabelhaft. Das ist der erste Wurf. So, das ist auf jeden Fall drin. Ich weiß nicht, ob es das ist. Wir bewerten es mal kurz. Ist es, wunderbar. Dankeschön. 2119 WP, 100% Relaxo beim GoFest in Berlin. Machen wir gleich hier ein Sternchen dran. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo die anderen sind. Kommen trotzdem immer mehr Leute angelaufen. Alles voll. Alles wegen einem 100% Relaxo. Genial. So, jetzt habe ich wegen dem Relaxo meine Gruppe verloren, aber ich habe was anderes gefunden. Guck mal das, ein Mauzi. Und wer hat immer ein Mauzi als Profilbild? Wer ist der beste Mauzi-Fan der Welt? Der Lost Lift. Und das ist der Lost Lift. Welches Team? Blau. Welches Level? Genau, jetzt muss ich wieder Farbe sagen. Level 50, blau. Was war dein Highlight bisher heute? Vermutlich das 100er Relaxo. Vermutlich das 100er Relaxo. Müsste ich jetzt auch sagen, ist mein Highlight auch gewesen. Ansonsten, was ist dein Ziel heute? Eigentlich nur ein paar Content Creator treffen und Spaß haben. Shiny Mauzi, ne? Hast du das heute gekauft hier oder hast du das einmal mitgebracht? Das hat er immer dabei. Das muss Liebe sein. Aber da stehen so viele Leute an, dass... Ja, das war bei uns vorhin auch. Es ist halt immer viel los, aber seht ihr ja. Wenn entweder musst du dich anstellen und 3 Jahre warten und dann ist das Fest um und du kannst ja eine Mütze kaufen oder das war's halt. So, Dankeschön erstmal dafür. Ghetto Faust, zack. Jetzt muss ich mal kurz den Daniel hier noch, also einen Chevy abfertigen, der ist ja auch noch da. Da ist der Hannes, genau. So, wen haben wir noch gefunden? Was habe ich gesagt hier? Da steht er, seht ihr an der Sonnenbrille, live genau. Und in Farbe. Diese arroganten Leute mit Sonnenbrille immer. Und, nur heute. Und dann trinken die auch noch hier. Das sieht aus wie verdient. Cola. Normale Cola. Das ist der Chevy. Doch Chevy Arts, ne? Ja. Welches Team? Rot. Welches Level? 50. Muss sich immer jeder vorstellen. So, was war dein Highlight bisher heute? Ja, gerade eben, ne? Das Leider Relaxo. Kein Shiny 100er, aber war schon cool, ja. Ansonsten bin ich komplett überfordert, seit ich hier bin, seit heute Morgen, weil völlige Reizüberflutung seit Eingang. Ja. Wir suchen immer. Ansonsten treibe ich einfach mal so mit. Wir suchen immer noch das vierte Habitat für die Fangherausforderung. Es ist ein Riesenwirrwarr, sehe ich genauso. Aber es ist einfach ein Feeling hier, die ganzen Leute. Ja, herrlich. Genau das ist Pokémon Go, das ist GoFace, das braucht man. Das verstehen die Leute nicht, wenn sie sagen, ja, wieso muss man da 30 Euro bezahlen oder so, sehe ich gar nicht, eigentlich viel zu teuer. Aber guckt euch doch das an, was ihr hier im Park wirklich erlebt. So, dann Dankeschön dafür erstmal. Aber hier nochmal Ghetto Faust. Ach, guck mal, Team Gelb ganz wahrscheinlich ja, hier. Ja, eigentlich, ne? Also... Das ist voll undercover eigentlich. Richtiges Urlaubsfeeling, wenn ich mir dich angucke. Du ganz in Rot, ne? Aber das ist ja ganz in Rot. Das ist ja der eine rote Fetzen, der Rest ist so normal. Ich habe leider keine gelben T-Shirts. So, wir haben einen, ich sag mal, Kollegen vom Chevy getroffen. Muss man so sagen, ja.
Was für eine Beziehung habt ihr miteinander? Ja, seit etwa anderthalb oder zwei Jahren sind wir durch Telegram befreundet. Und man hat schon gesagt, man muss sich mal treffen. Und das ist jetzt heute eben, dieses Wochenende, weil wir hier in Berlin Kurzurlaub machen und gleichzeitig GoFest natürlich, haben wir gesagt, komm, treffen wir uns. Und jetzt ist es eben dazu gekommen. Trinkst du auch gerne Cocktails? Ja, gelegentlich mal, aber ist natürlich durch Corona weniger geworden. Jetzt habe ich eigentlich das normale Intro vergessen mit, so, wie ist dein Ingame-Name? Wer bist du? Stell dich mal vor. Ich bin der Anime-Fan 1982, bin rot und liebe Pokémon Go spielen. Und Teamfarbe, achso, da war der Level, jetzt wieder war Level. Level 50. Was ist das für ein T-Shirt? War das nicht auch irgendeins von einem GoFest ja, oder sowas? Ja, ich glaube, das war GoFest in Dortmund vor zwei, drei Jahren. Ich glaube, drei Jahren. Dortmund. Da gab es auch T-Shirts, habe ich nicht gesehen. Ja. Aber die Schuhe, die Fetzen, die sind, die, das ist das Highlight hier. Ja, wirklich? Was ist dein Highlight bis heute gewesen? Meins sind die Schuhe. Guck, und deins? 100er Relaxo, glaube ich. 100. Ich glaube, wenn wir hier stehen gerade, sagt jeder 100er Relaxo. Wir müssen also woanders hin, wo die Leute das gar nicht mitgekriegt haben. Die haben dann auch wieder andere Highlights. So, dann auch hier einmal Faust, zack. Klasse. Und ja, wir laufen ja bestimmt noch ein bisschen jetzt hier rum. Ich suche nämlich immer noch das lebendige Wiesenhabitat. Guck mal, haben wir was gefunden zum Abkühlen. Kannst du hier drauf drücken, kommt da Wasser raus. Machst du diesen. Splatter das einfach komplett hier raus. Eine gute Idee. Genau, warte. Und dann siehst du nichts mehr. Alter. Aber es ist schön erfrischend auf jeden Fall. Jetzt ist alles nass. Ja, total. Hallo Hannes. Ich glaube, das war die dümmste. Und jetzt geht die Sonne weg. Jetzt kommen die Lungenentzündung. Scheiße. So, jetzt wurde mir gerade noch angesprochen, ob wir ein Autogramm geben können auf den Pokéball Plus. Wir können mal den Pokéball Plus zeigen hier von einem jungen Zuschauer vom Pokébro. Da steht jetzt Ramses der Dicke. Das sind die Füße, ne? Den dürfen wir aus urheberrechtsschutzlichen Schutzgründen nicht zeigen. Kann nicht mehr reden. So, ich glaube, wir sind endlich bei der lebendigen Wiese angekommen. Hier ist auf jeden Fall alles schön grün schon wieder. Sieht richtig genial aus. Auch hier drüben, ne? Sieht richtig genial richtig aus. Genial. Wir haben direkt, muss ich mal gucken, haben wir es überhaupt gefangen? Wir sind bei den Feen. Ich brauche 5 Feen, damit ich endlich mal in der Spezialforschung im Kapitel weiterkomme. Und haben direkt auch jetzt hier einen Ponita gefangen. Dieses Gala Ponita Einhorn Ding. Du weißt nur nicht, was Feen sind. Das ist es, glaube ich. Hier ist nämlich diese Fangherausforderung. Guck mal, hier brauche ich 5. Und hier drüben müsst ihr ja sowieso das alles fangen. Hier waren wir heute noch nicht. Da müssen wir jetzt mal reingucken. 10. So, die Bierfrau ist gerade angekommen. Und warum Bierfrau? Die hat mir jetzt hier diese Packung Samyang-Nudeln mitgebracht. Und ein Bier von Füchschen. Füchschen alt. Und die Bierfrau ist nämlich hier die Sina. Das ist die Sina. Wie ist der Ingame-Name? Zelda 1985. Blau. Welches Level? Wir müssen hier zumachen. 47. Guck. 47. Kennt ihr Zelda? Und die Zelda hat auch noch jemand mitgebracht. Und zwar den Herbert. Wir müssen mal hier rüber. Herbert. Lass mal ganz schnell außen rum hier laufen. So. Hallo. Das ist Herbert, ne? Die haben mir mal Videos geschickt, wie sie Ramses genau. Kitchen nachgemacht haben. Ingame-Name? Ich bin Okami 1976 und okay. Team Blau. Team Blau Level? Genau. Was bin ich? Gute Frage. Gucken. Das müssen wir mal fragen. 39. 39, genau. Genau. Was ist dein persönliches Highlight heute gewesen? Oder seid ihr eben erst reingekommen und habt noch gar nichts gemacht? Das Ganze ist mein Highlight. Das Fest an sich das ist Fest das Highlight. Mich, genau. Das ist auch von der Aussage. Genau. Aber jetzt gehen wir doch mal hier rüber. Was ist dein Highlight gewesen bis heute? Hast du schon was Tolles gefangen? Ja, Moment. Dieses, ich kann es nicht aussprechen. Ich auch nicht. Dieses Pokémon da. Das Vitora Shiny. Und Relaxo Shiny. Relaxo Shiny auch. Und Incognito Shiny. Incognito. Und ja, Cresselia Shiny sehe ich da noch. Man sieht wahrscheinlich gar nichts. Ach ja, und Pikachu auch mit Füßen scheinen. Pikachu mit Füßen. Was? Mit was? Was? Darf ich noch mal in die Tüte reingucken zum Pampam? Das müssen wir noch mal zeigen. Guckt euch das mal an. Hier ist einfach ein Pampam drin, den ich letztens noch als 100er gebrütet habe und dann entwickelt und hochgezogen. Der war richtig stark. Sonst habt ihr ja richtig schön Pikachu, eingekauft, wie ich sehe. Powernap, ne, zum Schlafen. Eben. Dann hier noch ein Pullover. Mit Moody. Pokémon.
Und das Schwarz, sind Weiß, Rot. Ja, da haben sie die besten Farben gewählt. Und hier noch ein, das sieht aus wie... Das ist das offizielle? Das ist, die haben noch nur im Moment 2XL auf jeden Fall da. Das fand ich schade bei dem, dass hier keine Schrift drauf ist, weil wer das jetzt nicht erkennt, dass das Pokestops sind, der würde gar nicht wissen, was das sein soll. Da fehlt es aber. Hinten ist ja, glaube ich, im Genick. Hinten Pokémon Go Fest, aber total klein und unscheinbar. Also ich hätte wirklich gerne hier wie so ein Wappen, was wir schon mal hatten, wo dann Pokémon Go Fest, so und so war es, die Stadt dazu. Hätte ich cooler gefunden, insgesamt. Aber wem's gefällt, ne? Und dann hat sie mir gerade das hier gegeben, das ist gerade eine ausgepackt, oder? Kannst du die Karte mal zeigen? Wenn du hier nämlich was direkt am Merchandise-Store kaufst, Shop, gibt es hier solche Karten dazu mit Professor Willow drauf. Die sehen dann so aus, Professor Willow, Professors Research. Und da ist auch ein Promocode mit dabei. Und mit diesem Code kriegst du eigentlich in-game eine Medaille und eine Spezialforschung, bei der es, glaube ich, am Ende Meltan gibt. Und dazu wollten wir eigentlich demnächst auch mal ein Gewinnspiel machen, weil ich auch so eins habe. Und jetzt habe ich vielleicht noch eins, muss ich mal noch abklären. Und ja, da könnt ihr euch auch freuen, wer das noch nicht hat, wer das noch nicht kennt. Da kommt noch was auf euch zu. So, wir haben es jetzt geschafft, extra die letzte Fee zu bekommen. 13 Uhr sind wieder überall Inkognitos gespawnt. Also wirklich immer zur vollen Stunde sitzen die komplett überall. Alle Spawns werden ersetzt, aber nur für 1-2 Minuten. Dann sind die direkt wieder weg. Da muss man zuschlagen. Pupsi hat gerade ein B bekommen. Und ich habe jetzt endlich, weil ich die letzte Fee habe, kann ich jetzt hier die Belohnungen abholen auf der Seite. Wir gucken mal ganz kurz da rein, fangen das mal schnell weg. Wir haben hier einen Perlo drin, wir haben hier ein Flampion drin. Ich habe das B bekommen. Ja, cool. Der Hannes hat das T bekommen, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ich habe 900 auf geholt. Ich habe nichts bekommen, bei mir hat es einfach nur 2 angezeigt hier am Stop und mehr nicht. Da ist noch ein Bonita drin. Okay. Hey, vor allem hätte ich vorher schon die Belohnungen abgeholt, hätte ich wahrscheinlich das letzte Feen-Pokémon schon direkt hier rausbekommen. So, dann ist hier noch ein Pionsgora. Nehmen wir noch fix mit. Dann jetzt um 12, wegen dem Relaxo oder wegen der Riesenmenge sozusagen. Wir können die ja mal kurz bewerten, weil die aus den Aufgaben sind, ob da was Gutes dabei war. Bis jetzt nichts. Nochmal zurück, abholen auf die nächste Seite. Das drücken wir kurz durch. Da saß jetzt noch ein Pikachu am Stop. Pikachu ist was ich heute unbedingt auch eigentlich noch brauche oder haben möchte. Verwende 3 Power-Ups bei Pokémon. Mal 22. Ich weiß nicht, was das ist. Mal 22 und Pokémon erscheinen. Wir drücken mal kurz aufs Pikachu. Leider kein Shiny. Wir machen kurz Schnellfangtrick. Ob das jetzt drin bleibt oder nicht, egal. Wir machen kurz die Power-Ups. Wir nehmen mal dieses Mewtwo zum Flexen. Guckt mal, die 1047 XL Bonbons. Hauen mal hier kurz was drauf. 3 Power-Ups sind erstmal da. Das ist ein 100% Rüstungs-Mewtwo. Lasst euch nicht veräbeln. Holen das jetzt hier ab, was auch immer das sein soll. 22 Pforten. Und drücken jetzt auf Pokémon erscheinen, denn da müsste jetzt Chabelle drin sein. Chabelle. Die Ultra-Bestie aus Berlin, aus der Forschung, die es hier gibt. War deins gut eigentlich? Ja. Gut, schlecht, gar nicht? Hat keiner bewertet. Hier steht nicht mal eine Anzahl von den Bällen drauf, aber... Oh, das sieht aber mies aus. Wahrscheinlich ist der Ultra-Ball wie ein Meisterball, dass du, wenn du einmal triffst, das wahrscheinlich direkt drin bleibt. Oder du hast einfach unendlich... Es bleibt im ersten drin. Hannes hat einen Shiny Relaxo bekommen, habe ich gerade gehört. Wir bewerten kurz dann mal das Chabelle. So, und es ist, ja, wieder mal schlecht. 14, 12 und 11. Wir machen das mal dran, dass wir es nicht aus Versehen verschicken müssen ins nächste Kapitel. Wo hast du Relaxo her? Bei mir sitzt hier einfach nichts. Ich muss schnell wieder weiterdrücken. Wir müssen ins nächste Kapitel. Wir müssen dann hier weg. Wir müssen dann schnell woanders hin. Hier geht die Welt unter. Hier ist keine Sonne mehr da. Oh! 4 von 7. Ein Schnappschuss von Geronimatz in windige Küste. Einer von Flampion in geschmolzenen Gestein. Einer von Kinoso in lebendige Wiese.
und ein Liljeb in elektrischer Garten. Wir müssen also alle Habitate nochmal suchen, obwohl wir das letzte Habitat noch nicht mal gefunden haben, so richtig, und gar nicht wissen, wo überhaupt. Wir haben leider auch keine Karte, die Wegweiser sind auch sehr verwirrend. Das wird die beste Aufgabe bis jetzt. Wir gucken mal, dass wir die vier jetzt suchen. Da ist das Relaxo und leider nichts. Hätte ja sein können, dass das auch shiny ist. Meint ihr, das bleibt drin beim Schnellfangtrick? Wir curven mal. Wir werfen mal drauf. Wir fliehen mal. Und es ist sogar drin. Das heißt, wenn wir jetzt drauf drücken, müsste es einfach weggehen. Genau. Es ist also drin. Wir suchen jetzt die Habitate auf und machen dann die Fotobombs. Die Schnappschüsse. Und da ist es. Das wollte ich haben. Das war ein Ziel von heute auch. Ein shiny Grillmark. 331 WP. Gleich mal drauf curven. Sieht halt aus normalerweise wie Ketchup. Und jetzt sieht es aus wie Ketchup, was zu lange in der Sonne stand. Hat ein bisschen Farbe verloren. Aber sieht interessant aus. Das heißt, ein Tarnpignon und oder Tarnpignon und ein Grillmark in Shiny bekommen. Sind schon mal zwei gute Sachen für heute. Hau mal gleich was dran. Wir bewerten es auch mal. Ein Angriffspunkt. Das ist stark. Das ist genial. Aber ein... Oh, wir müssen die Relaxos abchecken. Leider nichts. Das wäre es gewesen. Jetzt hinterher noch das Relaxo. So, wir sind jetzt hier bei der windigen Küste angekommen und haben schon wieder einen getroffen. Das ist der Ludinho, beziehungsweise du bleibst mal so stehen, ich laufe mal drum herum, dann steht das nämlich sogar einfach hier drauf. Ludinho 72 und da ist der Trainercode. Wenn ihr Bock habt, edit mal den netten Herren, ne? So, welches Team, etwa gelb? Natürlich. Weil du hast ja hier ein Zapdos. Natürlich gelb. Und die Schrift ist gelb. Welches Level? 49,5, also bald geht's ab. Ja, ja, so ist es. Was war dein Highlight bis jetzt hier? Dich zu treffen schon mal zum Beispiel. Okay, damit endet das Video. Mehr müssen wir nicht sagen. Vorhin gab es ein 100er Relaxo mit Hut. Ehrlich? Sind alle ans Parkende gerannt wie eine wilde Schar. Und jeden, den du dann gefragt hast, was war dein Highlight? Relaxo 100. Ja, sorry. Also, shiny Relaxo mit Hut habe ich schon. Das ist auch nicht schlecht. Aber ne? Ich bin dein Highlight. Ich habe noch keinen. Ich habe leider noch keinen shiny Relaxo. Ja. Aber Pupsi hat zwei Stück. Na, das könnt ihr ja schon tauschen, oder? Ja, wir werden uns schon einig, sag ich mal. Ich denke es auch mal. Ne? Ansonsten, wie findest du es bis jetzt hier so noch? Ja, ganz gut. Warst du in Dortmund damals? Ja, ich auch. Was findest du besser? Berlin oder Dortmund? Unter uns. Ja, Dortmund ist eigentlich keine schöne Stadt, sag ich mal. Ne? Also vom Fußball her gesehen. Aber ich fand den Westfalenpark schön und bequem und angenehm und übersichtlich vor allem. Übersichtlich. Was ist da los hier? TV Total Straßenumfrage. Warte mal, mal kurz hier rüber gehen. Wer sind Sie denn? Hallo? Karl-Walt Jens. Ich folge dir bei YouTube. Er folgt mir bei YouTube. Welches Level, welches Team? Team Broiler. Sieht man ja. Ach so, ja. Ich achte da gar nicht drauf. Das hätte auch alles sein können. Nur weil der ein gelbes T-Shirt trägt, muss er nicht gelb sein. Nein, aber er ist blau. Ja, das ist blau. Nur am Wochenende. Nur am Wochenende. Hast du schon ein Highlight gehabt heute hier? Nee, ich warte noch drauf. Ich finde es vor uns ein bisschen nicht so toll. Mickrig. Ja, mickrig, so. Genau. Dortmund war echt cooler. Gerade hatten wir das Dortmund-Thema, ne? Ja, Dortmund ist zwar nicht so schön, aber es war geiler. Ich fand es auch übersichtlicher dort. Ja, du hast dich direkt zurechtgefunden. Hier, ich habe keinen Überblick hier, keine Ahnung. Ja, cool. Kannst du mal ein Bild hier machen? Können wir natürlich machen. Ich mache erstmal aus. Eigentlich wollte ich ja nur hier einen Geronimatz fotografieren, weil ich gerade die Dinger brauche. Aber ja, du bist gerade live, ja? Ne, das ist so ein Video. Ach so, Video, ja, cool. Da stehst du hier, hast gerade dich mit dem Ludinho unterhalten. Dann kommt noch Kollege B, jetzt kommt schon Kollege C. Jetzt sind Kollege A, B schnell weg und wir haben jetzt den nächsten hier gefunden. Das ist nämlich der Obito. Moin. Wie heißt das Obito? Uchiha. Uchiha. Das ist, was ist das nochmal? Aus Naruto ist das. Aus Naruto. Ich habe nie Naruto geguckt, deswegen kenne ich mich da nicht aus, aber das haben ja viele im Namen. Ja. Du machst ja auch PvP-Videos auf YouTube. Genau. Da ist der Kanal natürlich genauso wie dein Name. Genau. Kann ich auch kurz mal aufmachen. Und du bist welches Team? Gelb. Und welches Level? 47, genau. Muss ich gerade überlegen. Und wer ist hier der Kollege mit dem Illy 25? Illy 25,07. Okay, welches Team? Welches Level? Welches sonst was? Team Gelb, Level 50. Level 50, Gelb, das sind die Besten. Die finde ich richtig gut. Ja, auch eine Unterschrift, da muss ich mal gucken, was ich da mache. Und Thüringer auch noch. Für den Kevin. Warte mal, muss mal kurz hier, da hast du jetzt deinen Kanal drauf.
Ja, Moment. Sieht man eh nicht. Weiß ich jetzt schon, weil das schwarz ist. Guck mal hier. Togo Obito Uchiha. Ja, ihr kennt den ja. Wenn nicht, müssen wir alles verlinken oder so. So. Was war denn dein persönliches Highlight heute? Ist schon irgendwas Cooles gefahren? 100 Euro Lachso. Habe ich mir auch geholt. Super. Jeder. Und das Bier. Das Bier. Und natürlich dich jetzt. Ich habe mir hier noch keins geholt, weil ich habe mir aufgeschenkt von den 5 Euro. Wir haben nur Ex geholt. Aber Ex. Mal kurz hier, was war dein Highlight heute? Relaxo 100er mit Hut. Ah, das ist ja auch cool. Wir sind beide. Ich glaube, wir müssen den Relaxo-Counter einbauen. Jeder sagt Relaxo 100, Highlight, fertig. Es gibt gar keine anderen Pokémon mehr. Nur Relaxo und jeder hat es bekommen, gefühlt. Ich weiß nicht, wie viel Akku hier gerade drauf ist, aber wir haben ja noch einen Kerl gefunden. Das ist der Eierbirn. Ne? Hallo! Guck mal, wie begeistert der da reinguckt. Welches Level, welches Team? Ja, Instinkt und leider erst 48. Was heißt denn leider? Das ist schon. Bis dahin kommen die meisten nicht mehr, weil sie vorher aufhören und aufgeben. Da hat man wenigstens noch Ziele im Leben. Der Eierbirn. Und der ist mit einer ganzen Gruppe unterwegs, nämlich der Bauler-Gruppe. Die steht da drüben. Darf man dich auch filmen und zeigen? Was ist denn hier? Pass auf, dass nicht dein Ohr abreißt vom Pikachu. Paulas Talk. So, mal kurz hier. Das ist die Paula, die kennt ihr ja bestimmt, ne? Ja, klar. Wer kennt mich nicht? Welches Level, welches Team? Wir müssen immer vorstellen derzeit alles. Derzeit Team Blau, Level 50. Warst du mal was anderes? Ich war gelb und rot. Gelb und rot. Und jetzt bin ich blau. Du nimmst einfach. Ach, deswegen muss ja das T-Shirt so sein, weil sie war halt schon einfach jedes Team und jede Farbe. Natürlich, so kann man es auch sehen. Was war dein Highlight bis heute? Noch nichts? Weil? Hass ist mein Hunger, Herr. Das erste Bier war cool. Das erste Bier war cool. Wenn dann mal hier, wer bist du? Jenny alias Lunashock. Kenne ich ja nicht. Ist ja hier nicht, ne? Das sind neue Leute. Dafür lernt man ja im GoFest Leute kennen. Team? Farbe? Team Rot, Level 50. Rot 50, ne? Ihr seht, es ist alles bunt gemischt. Aber viele 50er heute natürlich schon getroffen. Oder auf dem Weg noch dahin. Was ist dein Highlight heute gewesen? Gab's schon eins? Nö. Kein Highlight? Nein. Ja, der Tag ist ja noch jung, es geht ja noch weiter, ne? Jetzt pass mal auf, da drüben haben wir was gesehen. Da ist nämlich, da weiß ich ja schon, der ist ja gut drauf. Das ist der Kesto mit dem Bart, das ist der Dubby nochmal, also der Dubstep Rayman, den haben wir ja heute schon mal gesehen, gestern. Der Tag ist aber auch lang, ne? Haben wir das gestern auch so gemacht? Welches Team, welche Farbe? Kannst du mir nochmal sagen, dass wir das hier reingeguckt haben? Ich bin der Raffi Chango, Team Gelb. Raffi Chango, Gelb und Level? 47. 47. Darf man dich zeigen? Gut, so. Hello. Hier haben wir den Mann mit der Sonnenbrille. Genau, du bist Günni. Der Gündi. Günni. 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 Günther ja auch. Also, ja, also genau, so Team? Team Blau. Blau? Haben wir wieder einen Blauen da jetzt. Blauen, ja. Level? 43. Hast du schon ein Highlight heute gehabt? Irgendwas? Noch nicht so richtig. Irgendwas Besonderes? Ja, so wird das ja hier nichts mit den Händen in der Hose. Wie will man da noch Pokémon fangen? Das funktioniert ja nicht. Schlechtes Internet. Ja, ein paar habe ich auch gehört. Hannes kam vorhin auch eine Zeit lang nicht rein. Ne? Da waren wir gerade auf der Suche nach dem 100er Relaxo. Da sind bei einigen die Apps abgeschmiert. Dann viel Spaß dir auf jeden Fall heute. Viel Erfolg. Die Karo darf man ja bestimmt auch zeigen, oder? Warte mal, geh mal auf die Seite dann. Das ist die Karo. Die Karo, die kennt ihr ja vielleicht auch. Die Karo Kurioso heißt aber dann eigentlich... Toru Kuseki. Team Blau Level 47. 47, du bist aber groß. Ja. Du hast auf den Fotos immer kleiner aus. Jetzt ist sie einfach so groß hier. Tja. So. Hast du schon ein Highlight heute gehabt? Ja, viele Grillmax. Shiny. Wie viel? 3 oder 4 bis jetzt. Für mich ist das viel. Ich habe 1 gekriegt bis jetzt. Da bin ich stolz drauf. Und so ein Tarnpignon. Ne? Dann wünsche ich dir. Was? Ich habe ganz viele schon gefangen, Shinies, die ich noch nicht habe. Sprich dich ruhig aus, genau. Es ist immer dumm deswegen, wenn man natürlich alles hat, rennt man rum und denkt, ich warte auf nur das eine. Also ihr müsst nicht immer alles sofort haben. Gerade so ein GoFest bietet sich an, viele Sachen zu kriegen, die ihr vorher nicht hattet, damit ihr dann einfach mehr absahnen könnt und euch nicht nur auf eine Sache konzentrieren könnt. Ansonsten, wie findest du den Park? Der Park ist riesig cool. Ja. Warst du in Dortmund damals? In Dortmund war ich auch. Also ich finde den größer hier. War das gemütlicher in Dortmund? Hat man sich da besser zurechtgefunden? Oder liegt das an mir, dass ich hier überfordert bin mit allem? Also ich finde, in Dortmund hat man sich besser zurechtgefunden. Das ist halt Dortmund. Hat halt auch gute Seite, ne? Es war auch übersichtlicher, muss ich sagen. Und alle rennen sie hier mit diesem Schild rum, wo Zeugs gesucht wird. Wieso hast du keins? Du brauchst doch bestimmt auch noch irgendwas. Ja, aber nee. Ja, aber nee. So, ich muss eigentlich immer noch meinen Schnappschuss machen da drüben. Aber ich komme nicht dazu. Ich werde immer zu hier
Aber Pupsi hat Pause so lange, das ist auch was Gutes. So, ich versuche endlich meinen Schnappschuss zu machen von Geronimatz. Ihr seht das vielleicht hier auf dem Handy. Das müsste also das windige Küstenhabitat sein. Da ist Geronimatz. Den habe ich jetzt einfach hier in den Sandhaufen gesetzt. Wir machen mal ein Bild. Wir gehen mal zurück. Da kommt jetzt ein Rotom wieder raus. Ich hoffe, das zählt für die Aufgabe. Ja, es zählt dazu. Wir suchen jetzt noch die anderen und gucken dann wirklich mal, ob wir das hinkriegen, diese Aufgabe endlich zu lösen und alle Habitate zu finden. Domine caro, fra, devi cliccare roba. Und ich habe einen shiny Geronimatz, ja? Ich habe zwar nichts verstanden, aber egal. Die anderen sind jetzt alle los und haben sich hier einen Hotdog geholt. Schönen Hotdog mit Chili Cheese Creme oder so, nur mit Cheese Creme. Weil wir den ganzen Tag schon Werbung machen für den Hotdog-Stand. Jeden, den du triffst, immer gleich. Hab schon Hotdog gegessen. Hotdog unterstützt die Hotdogs. Heiße Hunde, heißer Sommer. Wir suchen den Elektrogarten. Und gucken mal, ob das klappt mit dem Bild. So, wir haben es nicht zum elektrischen Garten geschafft, denn wir haben Hannes seinen Bruder getroffen. Ne? Seht ihr auch gleich, warum. Das ist Hannes. Guck doch mal kurz. Das ist Hannes Bruder. Ne? Nahe dran. Steht aber hier schon schön drauf. Ja. Gothic 66. Richtig. Trotzdem nochmal. Wer bist du? Stell dir mal vor. Ich bin doch Gothic 66 aus Leipzig. Aus Leipzig? Ja. Welches Team? Team Blau. Welches Level? 50. Team Schwarz gab es ja nicht. Team Rocket müsste man wählen Team können. Rocket, dann wäre ja. Das dein Team. Das sind ja die Bösen. Wir sind nicht böse. Dann kann man ja zeigen, dass Team Rocket gar nicht so böse ist, wenn man auch Gutes tut. Wir sind nicht böse. Unsere Seelen sind schwarz, unsere Herzen sind aus Gold. Wir sind stolz auf was wir sind. Ja, so. Merkt euch das mal. Denkt mal drüber nach. Ja. Manche, die sind ja immer so, aber die müssen wirklich mal mehr. Ne? Leon, Grüße an dich hier. Glaub mal mehr an dich. Du bist eigentlich ein guter Bursch. Ne? An die Project rennt der auch hier rum. Was? Wo? Ich habe Sabrinas Video nicht gesehen, muss ich sagen. Deswegen weiß ich nicht, wie der... Ich war vorige Woche in Spandau zum Go-Fest. Zum C-Day. Warst du auch gewesen? Ja, ich habe das Video nicht geguckt. Deswegen weiß ich nicht, wie an die Project aussieht. Aber vielleicht kommt er einfach an und sagt... Schlank, dünn, graue Haare. 53 Jahre. So wie dein Bart, gucke ich mir den dann einfach an. Ja, wenn der lang genug ist, dann mache ich Glatze und dann kommt das schwarze Ei quasi immer drauf. Hast du heute schon ein Highlight gehabt hier im Park? Irgendwas Besonderes? Was ist dein Highlight von heute? Erstmal viele Leute getroffen. Guck, wie groß der ist. Da musst du so halten. Ja, 1,90, ja. Sieht eh besser aus, wenn man es so macht. Ne? Mein Highlight heute. Warte mal, also die Leute treffen ist ja eigentlich eh das Interessanteste und Beste in dem Moment, was es dann gibt. Endlich mal so, richtig, dass alle zusammenkommen an einen Ort und man das alles so richtig erlebt. Was hab ich denn heute? Inkognito. Inkognito. Also hier, Bonita auch als shiny neues Tarnpignon. Den brauch ich nicht mehr. Der hab ich mich gefreut. Dann habe ich heute früher als Tausch gemacht mit dem Kumpel. Kostüm-Shiny? Ja, hatte ich auch noch nicht. Also die Inkognitos sind auf jeden Fall genial. Selbst wenn du manche nicht mehr brauchst, es ist immer gutes Tauschmaterial. Warte mal, haben wir hier noch. Das sind meine Inkognito-Shiny, die ich habe. Ich weiß gar nicht, dass ich brauche, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe die auch alle, sage ich einfach mal so. Aber Inkognitos sind immer wirklich meistens das Wichtigste, wenn irgendwas ist. So. Dann bei dir auch, Dankeschön. Ne? Wir sehen uns. Hey. Wir sehen uns bestimmt. Der Tag ist ja noch lang, da sieht man sich bestimmt noch ab und zu. Marisch. Und ich bin stolz drauf, so, ne? Deswegen. Ciao. So, da ich natürlich noch kein 100% Cresselia habe, aber ein 100% Darkrai nach 663 Raids, kann man ja mal machen, versuche ich meine freien Pässe natürlich für Cresselia rauszuhauen. Wir sind jetzt hier, wie viel sind wir denn? Ich sehe wieder nichts. Mega-Entwicklung, geh mal weg, ich will doch nicht. 20, war ja klar. Hier sind die Lobbys heute voll. Wer ist denn drin? Super Sani, Ofxi, Informatico, Bob. Baker, Baxter, Rufgiraffs, Wolverine, Tony Rex, Lucina, Red, einfach groß. Und dann, es geht leider schon los, wir müssen schon draufhauen, mal kurz das Cresselia mitnehmen. Wieso kämpft das jetzt hier mit Skelabra? Weil es wahrscheinlich effektiv ist, weil es hat ja Geistertagen, es kann ja hier mit Spukball draufhauen. Ich weiß die WP leider gerade nicht von einem Hunderter. Keine Infografik am Start, kein gar nichts, nichts gemerkt. 16, 15, ob das gut ist. Ich fange es einfach mal. Entweder ist es gut oder nicht. Ich habe jetzt keine Zeit, alle Würfe zu zeigen. Wir müssen dann direkt weg. Wir müssen eigentlich ein Bild machen.
und dann noch zwei Bilder machen. Das wird jetzt schon graus, weil wir ja gar nicht wissen, wo genau. Zwei Habitate sind auf jeden Fall gut ersichtlich. Ich weiß immer noch nicht, wo die lebendige Wiese ist. Weil die war doch vorne irgendwo, glaube ich, davon abgebogen dabei. Ja, steh dir mal hier dorthin und dann läufst du dahin und dann plötzlich bist du irgendwo und dann denkst du, ja, und jetzt? Und dann zeigt sie nur wieder die anderen an. Komm, einen einfach fabelhaft nehmen wir auf die Kamera. Und dann aber. Schauen wir mal. Jetzt mache ich da wieder. Ich hasse Cresselia. Links und rechts und links und rechts und es bewegt sich. Mach halt Rückwärtssaldos, wie alle anderen auch. Deswegen sage ich immer, Groudon, bestes Raid-Pokémon. Das sitzt einfach in der Mitte, das chillt, das greift so gut wie nie an. Das hat einen mega großen Kreis und hat einen guten Typ. Es ist ein starkes Pokémon, es sieht cool aus als Shiny. Also Groudon, einfach bestes Legendäres für mich. Das, was weiß ich, komme ich sowieso nicht. Oder seltenst. Nach links gecurved und trotzdem einfach fabelhaft getroffen. Das geht doch gar nicht. Als Konter noch ein 100er Marmolida. 100er Ammonita? Marmolida. Marmolida? 40 Minuten. Ich glaube, ich habe schon eins, ne? Der Herr möchte mir 100er Marmolida verkaufen. Könnte es, aber sieht immer so brutal aus. Wir müssen unbedingt die Aufgaben erstmal fertig machen. Kennt ihr noch den Spruch, alle Kinder gehen auf den Friedhof, außer Hagen, der wird getragen. Und da ist er, der Hagen, ne? Genau, da steht er doch. So. Du bist der Hagen. Ne? Richtig. Das ist der Ingame-Name auch direkt. Nee, Pro 5-3. So, das soll man noch durchblicken, das ist es ja. Die haben alle, das ist so verwirrend hier. Du bist blau bestimmt, ja. Deswegen hast du ein blaues Shirt an. Welches Level? 50. 50? Also, wer auf dem Pokémon Go-Fest rumrennt, ist immer eben 50, standardmäßig. So. Kurz vor den 500. Was ist dein Highlight heute gewesen schon? 100er Relaxo mit Hut. Ich muss wirklich einen Relaxo-Counter einblenden. Leider. So viele Leute hier, Highlight, Relaxo. Wir haben es auch geholt. Ja, also gut, beim Hannes ging die App gerade nicht, glaube ich, deswegen, aber. Ich bin nicht in den Spiel reingekommen. RIP. Ja. Ansonsten. Warst du auch in Dortmund? Ja. Fandst du Dortmund auch gemütlicher und schöner und alles anders, schön beisammen und hin und her? Und hier verläuft man sich die ganze Zeit und weiß gar nicht mehr, wohin. Also Dortmund war das Netzkatastrophe. Das ist hier stabil. Ja gut, das ist... Ich hatte heute auch noch nie Probleme und eigentlich kann man gut spielen. Aber man weiß nie wo, weil man einfach nichts findet. Gefühlt. Und Dortmund war irgendwie übersichtlich. Aber damals war noch alles instabil. Ja. Was hier Manko ist, ist einfach, man weiß nie, wo das eine Bezirk und das andere... Die Zone anfängt und aufhört. Zwei von vier Habitaten erkenne ich. Die sind gut aufgebaut und die anderen zwei erkenne ich nie. Wenn ich drinstehe, weiß gar nicht, bin ich da oder bin ich nicht da. Ja. So. Dann ansonsten wünsche ich euch erstmal da noch viel Glück, viel Erfolg. Hier, Ghetto Faust, so. Genau, bam. Und ja, wir suchen immer noch den Elektrogarten oder wie das heißt. Aber das ist wahrscheinlich das mit den Brennnesseln da hinten, die eingezäunt sind. Das müsste das sein. Also, ich glaube, die Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Das ist meiner Meinung nach das schlimmste Habitat. Dieser elektrische Garten oder was weiß ich. Hier ist einfach ein Elektrozaun. Ja. Der geht so da rein, der geht so da rüber, der fängt da vorne an. Ich weiß, ich rätsel die ganze Zeit, ist das jetzt hier ein richtiger Zaun oder ist das so fürs Spiel so gemacht? Also ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt hier das Lilip hingesetzt an diesen Zaun. Wir drücken jetzt mal hier drauf. Wir machen jetzt mal ein Bild. Ich weiß nicht, was das hier ist. Wir gehen mal hier drauf zurück. Ah, es ist zurück im Beutel. Wir haben dieses Bild. Wir gucken hier rein und es hat gezählt. Aber beim anderen, da hast du wirklich da eine schöne Kulisse gehabt. Hier ist einfach ein Zaun, der überall lang geht. Da fand ich Dortmund auf jeden Fall spektakulärer, was die Habitate angeht. Um euch nochmal das Ausmaß der Misere zu zeigen. Das ist also der Electric Garden. Ja? Ein Zaun, der umzäunt im Prinzip hier diese Brennnessel. Das ist... Weiß ich nicht. Obwohl, warte mal, hier vorne, das ist spektakulär. Denn hier hast du sowas. Das ist das Highlight, auf jeden Fall. So, da ist eine Brücke vor uns. Wir gönnen uns eine kleine Abkühlung. Einfach nur so. Pups hat schon gesagt, der Ramses hat total Sonnenbrand, ne? Erstmal die Füße ins Wasser. So sieht das dann aus. Nicht zu empfehlen. Das ist hier übelst schmierig. Ich bin eben schon übelst weggerutscht. Eigentlich wollte ich mich bequem hier reinsetzen.
Also es ist so, wie es sein sollte, aber irgendwie sah es komisch aus. Jetzt kühlen wir kurz ab, bis wir weiterlaufen können. Solange mich der Mitarbeiter da oben nicht sieht und rausschmeißt, kann ich mal kurz die Füße abkühlen. Das ist ja der Vorteil, wenn du Gummilatschen anhast. Die helfen dir in jeder Lebenssituation. Toll, jetzt habe ich mir natürlich hier diese Pokémon Trading Card Game Pokémon Go Sammeledition irgendwas vorbestellt gehabt, die am 1.7. rauskam, wo wir ja dann schon in Berlin waren. Und jetzt sehe ich, dass es hier das theoretisch auch gibt. Hier ist zumindest alles aufgebaut. Mit Shaman. In diesen besonderen Editionen, die da in den Pokebällen drin sind, mit dieser Mewtwo Elite Box, da nochmal Shaman, hier auf dem Heft, wo alles drinsteht. Und hier sitzen überall Leute und haben Booster Packs und packen die hier aus und das wird sogar gefilmt. Wenn ihr hier mal drüber schaut, da sitzen Leute am Tisch, da ist eine Kamera, die packen das alles aus, die machen ihre Unboxings. Hier vorne auch, wenn ich da mal kurz so um die Ecke schaue. How's it going? Nicht stören lassen. So, das war der Vorführeffekt. Ne? Sitzen hier, Unboxings, alles dabei. Also, ich habe mein Zuhause wahrscheinlich rumfliegen. Das müsste mit der Post dann gekommen sein, alles. Wer weiß, ob das noch da ist, wenn ich an die Post denke, dass da immer alles in den Hausflur geschmissen wird. So, willkommen im, meiner Meinung nach, besten Habitat heute. Und dann habe ich schon Grauen vor dem letzten, weil ich es immer noch nicht gefunden habe und immer noch nicht weiß, wie es aussieht. Wir haben uns jetzt hier ein Flampion hier drauf gesetzt auf den Stein. Da ist ein 2-Kilometer-Ei. Wir müssen jetzt hier noch einen Schnappschuss machen. Wir gehen zurück. Wir haben das jetzt wenigstens fertig. Das hat gezählt. Wir müssen immer noch zu lebendiger Wiese. Ich check es nicht. Mal gucken. Wir fragen uns dann später einfach durch, wenn wir die nicht finden. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind auf der Wiese angekommen, im Wiesenhabitat und es, ich erkenne nichts hier, wenn ich mich umgucke. Hier, da ist Wiese, hier ist nichts vor einem, hier ist nichts hinter einem, hier ist ein Baum. Ansonsten, ich habe keine Ahnung, wie man das erkennt. Wir sind auf jeden Fall irgendwie drin, sodass es zur Aufgabe zählt, aber irgendwie sieht alles, weiß ich nicht. Das ist wie das mit dem Elektro-Ding. Zwei sind top, zwei sind flop, meiner Meinung nach, keine Ahnung. Wir drücken jetzt mal hier drauf. Wir machen noch diesen Screenshot vom Kinosaur. Uns tun allen so die Füße weh. Es ist so warm, es ist alles so richtig brachial. Also, oh, das schlaucht alles. Wir holen jetzt mal hier das ab von der Aufgabe. Wir haben ja auch noch Knusp dabei. Wir haben eine super Brutmaschine, beziehungsweise zwei Stück. Wir sind noch lange nicht fertig. 5 von 7. Es muss noch weitergehen. Und wir waren hier noch kein einziges Mal. Wir sind die ganze Zeit im Park im Kreis gelaufen, hin und her, immer so ein Stück außen rum, aber nie hier unten zum Zipfel. Und hier unten beim Zipfel ist es jetzt dann also gewesen. Wir mussten nochmal fragen, hin und her, keine Ahnung. Brüte ein Ei aus, verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel, schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab. So, wir haben ein Ei gebrütet. Ich hatte noch ein 10-Kilometer-Ei drin von gestern Abend. Eigentlich gibt es ja hier halbierte Brütdistanz und alles und sonst wie. Ihr sammelt 2-Kilometer-Eier auf, müsst nur einlaufen mit super Brutmaschine und 0,7. Ich musste 10-Kilometer-Ei noch zurücklegen, was seit gestern drin ist und im Prinzip den ganzen Tag heute gelaufen ist. Da kam jetzt hier das Flampion raus. Das Flampion ist natürlich wieder schlecht, aber wir können das Kapitel beenden, indem wir das abholen, das hier unten, da ist auch noch eine Pokémon-Belohnung drin. Gucken wir mal rein, was das ist. Du weißt es natürlich schon. Nee, weißt du nicht. Du brauchst ja noch 100 Meter. Ah, ein jetzt sitzt da ein Relaxo mit Hut für 1330, mit 1330 WP. Ja, wie fange ich das jetzt? Das wird ja wieder nichts. Warte mal. Ich habe hier das so verkantet, das Relaxo hier so drunter gehalten und dann versucht zu werfen. Und dann geguckt, ob das ging. Ich glaube, so machen die das auch immer. Als Profigriff habe ich heute gelernt. Ich habe das noch nie so gemacht, aber heute kam das zum ersten Mal zum Einsatz, dass du die Kamera da hast und das Handy so hast. Und jetzt, pass auf, jetzt ist es noch ein 100er. Nee, es ist schlecht. Macht euch auf die Minute. Zwei. Das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Gleich ist die volle Stunde, da sitzen gleich wieder überall Inkognitos für 1-2 Minuten und dann ploppt wieder alles weg. Also, ah,
Wir müssen uns die Aufgaben noch kurz durchlesen. Die Sonne brennt, ich habe Sonnenbrand, mir tut alles weh. Fange 22 Pokémon, das ist das vorletzte Kapitel. Das ist jetzt okay, das ist gar nicht so schlimm, ne? Wenn ihr das mal miterleben wollt, wie das aussieht, hier sitzt ein Inkognito. Wir laufen mal kurz so das Stück weiter, bis die jetzt gleich alle spawnen. Dass ihr das seht, dass die Spawns wirklich sich austauschen. Und die normalen dann weg sind und plötzlich überall nur die Inkognitos sitzen. So, es ist jetzt genau 16 Uhr. Und wie man sieht, sitzen jetzt überall die Inkognitos. Und das Beste, was man machen kann, überall einfach draufklicken. Nur kurz Shiny-Check machen. Am besten mit AR-Modus, dass das gar nicht erst so reingeht. Ihr direkt wieder fliehen könnt. Und das macht mir jetzt jede Stunde immer nur Inkognito-Shiny-Check machen. Kurz bei denen drin und dann wieder raus. Das könnte alles theoretisch schneller gehen, aber bei mir heute nicht mehr. Shiny Cognito ab. Pupsi kriegt einfach alles. Ja. Dieses Biergetränk kostet 5 Euro bzw. 6 Euro, 1 Euro Pfand. Prost. Prost, Hannes. Prost. Prost, Pupsi. Sofort. Apfelschorlen, Prost. Apfelschorlen, Prost. Prost, Hannes, Fernprost. Ja, genau. Gleich ein Bierbad dran. So, das Bier ist leer und Pupsi hat gesagt, du hast einen kompletten Breller. Guck dir das mal an hier. Das ist eigentlich weißes Fleisch, das ist rotes Fleisch. Also man sieht ja aus wie ein Krebskorps. Das sieht gut aus und ich habe endlich die letzte Forschung von hier, lebendige Wiese, abgeschlossen. Oh mein Gott, den ganzen Tag hat es gedauert. Da kann man auch mal zum Schutz ein Cabby aufsetzen vor der Sonne. Wir holen jetzt dieses letzte ab. Das ist, da gibt's, pass auf, einmal ein wildes Ponita. Das fangen wir jetzt mit einem Daumen, mit einfach fabelhaft geworfen. Und dann haben wir ja noch wir haben die 22 Pokémon gefangen. Das heißt, wir müssen immer noch von der Spezialforschung das eine Kapitel abholen. Das bewährt man aber mal ganz kurz, weil das ist schlecht und deswegen. Wir müssen dem Heute-Tab auf jeden Fall durch sein mit allem mittlerweile. Ihr könnt auch mal gucken hier. Es gab ja dieses, dass man 15 Millionen Rocket-Rübel besiegen muss. Ich habe 3 besiegt heute. Maro hat 431 besiegt. Glückwunsch dazu. Dazu sage ich nichts. Blood in Tears, 94, Libera Forêt, 91. Das klingt realistisch, das ist ganz gut. Und wir gehen jetzt mal hier rüber extra. Wir haben hier die Nummer 6 von 7. Holen das mal ab, kriegen noch mal Bären, kriegen noch eine Pokémon-Belohnung. Da drin ist die Dings. Hi. Hallo. Guck mal, da steht Taiwa und da steht Tise. Shiny-Freund? Die gehören alle zusammen. Lasst mich mal ganz kurz das habt ihr bestimmt schon gefangen, oder? Nee. Wie weit seid ihr mit der Forschung? Fotos macht viel Spaß. Wir haben 5 Stunden gebraucht, um die Fotos zu machen, weil wir die Habitate nicht gefunden haben. So. Pass auf, ich muss jetzt mal kurz hier diesen Ball werfen. Einmal großartig. Oh, es ist rot und es ist rausgekommen. Zweimal. Nicht groß. Da ist ja gar kein Kreis. Woher willst du denn wissen, wie gut du wirfst, wenn da kein Kreis dasteht? Ne? Machen wir das Ganze nochmal und sagen uns auf die Nase. Es steht wieder großartig da. Es ist kein Kreis zu sehen, aber es wirft großartig. Also, das ist komisch. Ich muss es jetzt auch so halten, sonst kann ich nicht werfen. Das ist eine Form von Shaman. Vielleicht haben wir diesmal Glück. Wir bewerten es mal ganz kurz und es ist wieder schlecht. Komplett. Was ist das? 11, 11, 14, 12. Kann die was? Weiß ich nicht. Wir können ja mal gucken, wie hoch die kommt. Die käme auf 3.966, also das klingt schon, das ist schon eine Wucht. Aber Pupsi hat schon gesagt, das hat sich wieder aufgehangen. Was denn jetzt? Ich bin zurück. Hannes, das Spiel hängt sich auf, jetzt muss ich nochmal neu starten. Die ganze Scheiße habe ich vorhin auch schon mitgemacht.
Es gibt noch ein Kapitel danach und dazu muss man noch mal Pugestops drehen. Und wir wollten eh noch mal zu dem Cheeseburger und Hamburger Stand laufen. So, müssen euch noch vorlesen, wie das letzte Kapitel ist. Sind jetzt hier. Das Männchen redet, es ist 16.37 Uhr, bis 18 Uhr geht das Ganze, glaube ich. Das letzte Kapitel, 10 Geschenke an Freunde verschicken, 3 Pokestops, die du noch nicht besucht hast und gewinne einen Raid. Ich will ja nur Cresselia machen, das heißt, wir müssen Cresselia Raid suchen, schauen, dass dann irgendwann einer in der Nähe nochmal auf ist. Hier ist ein Raid 1646, der ist komplett außerhalb vom Park. Weiß ich nicht, ob wir das heute noch fertig kriegen. Guck mal, der Hannes, der steht so da. Und warum der so da steht, weil hier ist nämlich der Paula's Talk Pokebeutel. Und da ist hier ein Autogramm von Sabrina Spielt, Schilling, Chaos Lady und Ramses der Dicke. Die sind alle groß und schwarz und ich bin noch klein und grau, aber ich bin auch hier mit dabei irgendwo. Das ist der Unterschied, ne? So kennt man mich halt. Und wen haben wir hier noch gefunden? Das ist der Shiny-Freund, ja? Genau. Richtig, korrekt. Welches Level, welches Team? Das man 50 immer sieht. Team Blau, Team Rot. 50 Team Rot. Wie kommt man erst auf Blau? Da ist man ja. Da sich unsicher. Nee. Find noch Gelb, dann haben wir alle dabei. Schauen Sie, wollen jetzt kommt auf Blau werden. Weiß ich warum. Was ist dein persönliches Highlight heute gewesen? Habe ich auch immer jeden gesagt. Ramses gesehen. Die meisten haben gesagt, 100er Relaxo. Du bist der Zweite, der sagt, Ramses gesehen. Ich glaube, der Gossek hat das auch gesagt, Ramses gesehen. Ja. Ganz kurz noch hier rüber, so. Dann haben wir hier, ich weiß, ich habe den Namen vergessen, ne? Das ist, ich komme nicht drauf. Dann haben wir hier, weil da nichts steht, da muss noch was stehen. Das ist am Rücken. Da ist ja auch unterschrieben von Chilling. Ja. Und? Und wo ist die Chaos Lady? Haben wir nicht. Und wenn du mal deinen Buddy wechselst, weil da steht ja hier Zarude, ne? Wenn ja, du den mal auswechselst, dann ist. Wie, das ist das 100er? Ich habe 100er. Das hat dir nicht eingereicht als Jogger der Woche. Das ist also Taiwan. Tiso. Versteht ihr? So muss man das aussprechen. Team? Hi. Ich tippe mal auf Gelb, wenn ich das so sehe. Ja. Level? 47. 47. Heute hat sich einer geschämt, der 48 war. Wirklich? Na, ich bin am Arbeiten. Fleißig am Arbeiten. Alles über 40 ist doch richtig brutal, ne? Also schämt euch nicht. Und dann haben wir hier drüben, also warte mal. Was ist dein Highlight heute gewesen, bis jetzt so? Ich hab ein Shiny gekriegt. Das war welches? Das Hopspross. Hopspross. Das ist doch das mieseste Shiny überhaupt. Das will man doch gar nicht. Das hat der Ball gefangen. Das ist, gefühlt ist das ein C-Day-Shiny, obwohl es gar kein C-Day hatte, oder? Ja, so ungefähr. Ja, das ist sowas, wo man eigentlich am C-Day hinterhergeworfen bekommt. Ansonsten haben wir aber noch einen Kollegen übrig. Und wenn ihr nämlich seht, dass da Taiwa-Tiso steht, steht da nämlich Tiso-Taiwa. Und es steht auch oben drauf. Und jetzt muss ich mal nach hinten gucken. Ist da auch irgendwas? Sag mal, Chilling, Sabrina, Mewtwo. Jetzt sagt ihr mir gleich, das ist ein 100er-Shiny Mewtwo, ja? Ach so, das ist ein Shiny. Auf jeden Fall richtig coole T-Shirts. Da habt ihr euch was ausgedacht und so erkennt man euch auch gleich. Welches Level? 42. 42 Team Gelb, wa? Ihr seht, Gelb ist einfach das beste Team. Die haben die besten Trikots. Die haben einfach die besten Ideen, die besten Pokémon, die besten Buddies. Das passt alles. Was ist dein Highlight heute gewesen? Ich habe 20 Shinies. Und 20 Shinies. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Du kannst ja noch mehr sehen. Ja. Das ist der Dritte, der sagt, Ramses gesehen. Das ist, aller guten Dinge sind drei. Wisst ihr Bescheid? So, jetzt wurden wir noch beobachtet die ganze Zeit. Nach einem Foto gefragt von... Wie heißt der nette Herr hier? Ne? Lars der Champ, irgendwie. Lars der Champ. Und er hat als Buddy einen shiny Relaxo. Er hat sogar zwei heute bekommen. Du warst jetzt Team, jetzt habe ich es mir nicht gemerkt. Gelb natürlich. Gelb natürlich. Also was fragt man danach? Und Level? 42. 42. Dein Highlight waren bestimmt die zwei shiny Relaxos. Ja, auf alle Fälle. Er hat auch shiny Incognitos bekommen. Er hat mir gerade ein bisschen seine Ausbeute gezeigt. Ja, geht auf jeden Fall fit. Ich hoffe, ich kriege noch einen shiny Baldorfisch. Mal gucken. Da habe ich vorhin eins bekommen, ne? Sie auch eben. Also nicht gebe ich dir den Fisch und du mir noch ein Incognito und dann sind wir quitt. Wird nächstes Jahr wiederkommen, egal wohin. Wahrscheinlich schon, ja. Ich hab's vor. Und auch gesagt, ist neu in der Community so oder auf dem Kanal oder irgendwie, deswegen Lars der Champ, ne? Hoffe ich, dass das passt. Und hier an der Seite haben wir
Ich bin die Chrissy. Die Chrissy, in-game? X-Chrissy21X. X-Chrissy21X. Ja. Level? 29. Ich spiele das seit einem halben Jahr. Ich habe wegen ihm angefangen. Also ich habe es mir extra wegen ihm runtergeladen. Die Geschichte kenne ich, gelb Hupsi, ja. Aber ich bin Level 15. Auch Team Gelb, natürlich, dass man zusammenhalten kann, also, das ist ja das Beste. Ja. Wenn man so zusammen spielen kann, ist ja auch schön. Wäre total hinderlich, wenn man gegensätzlich und dann, so kann man sich auch zusammen in die Arenen setzen. Das stimmt. Was war dein Highlight heute? Ich habe tatsächlich doch Shinies gekriegt. Also er hat die ganze Zeit immer nur welche bekommen, ich gar nicht. Und dann hatte ich irgendwann schon keinen Bock mehr und dann habe ich eben noch zwei gekriegt. Was war dein bestes Shiny heute gefühlt? Der Barsch war. Barsch war. Ja, da fehlt mir jetzt noch einer und dann kann ich meinen Shiny nämlich entwickeln. Und Barsch den suche ich jetzt. Barsch war damals mit dem Forschungstag und das hat so eine miese Rate gehabt. Und dann haben die gemerkt, ah, das ist nichts. Und bei allen anderen Regionen, wo das kam, haben die Rate erhöht. Aber wir waren die Ersten, wir haben wieder in die Röhre geguckt. Barsch war. Ja. Dass ich das noch erleben darf. Heute zu nix. Musst du noch meine Raid-Pässe verbrauchen und weiß nicht wo. So, da willst du gerade weitergehen, da kommen die Zwillinge an, ne? Hier sind sie, guckt sie euch mal an. Genau. Klar, noch Foto gemacht. Auslanket! Wie heißt du jetzt? Ich heiße Kevin. Der Kevin. Und du heißt in-game? Solo-Kämpfer. Solo-Kämpfer. Aber ihr kämpft doch eh zu zweit. Das passt doch gar nicht. Team? Blau. Level? 44. 44 blau. Genau. Ach, deswegen das blaue Shirt. Genau. Ja, genau. Ja gut, das sieht gelber man ja. Gelber Deadpool. Gelb. Fertig. Was war dein Highlight heute? Muss man immer dazu fragen. Nein, ich habe 20 Shinies. Also reicht. Einfach 20 Shinies genau. Und das war's. Dann gehen wir kurz schnell mal hier rüber. So, du warst jetzt der? Ich bin der Dennis. Der Dennis. Ja. Der gelbe Deadpool. Ja. Ist eigentlich rot, ist shiny, Deadpool ist gelb, ne? Auch Team Gelb, gelb deswegen. Gelb, ja. Was dazu? Ja. Welches Level? Level 43. Und ihr penetriert einen immer auf YouTube mit 7 Tage, 7 Stopps. Ja. Mach's mal weiter, Mann. Ja, es gibt nichts mehr in der Umgebung, wo man was einreichen kann. Und deswegen kann man ja nicht, wenn überall weißt, reichst was ein, abgelehnt, gibt's schon bei Ingress angeblich oder ist Duplikat oder ist kein Platz. Da kann man das nicht so machen. Hi. Servus. Servus. Wer sind Sie denn? Müssen wir gleich weiter hier rüber gehen nochmal. Genau. Wie ist dein Ingame-Name? Sorry, I don't. Ach so, gut, er wollte noch Hallo sagen. Hello. Hello. We saw you last evening. So I last, to say, yesterday. Yes. You walked next to me. By the Döner Shop. Then have fun. Stimmt, da waren nämlich gestern zwei, wo ich gefragt habe, spielt ihr Pokémon? Und die haben uns nicht verstanden, das waren die. Ich merke mir doch keine Gesichter, ne? Das ist immer so gefährlich. Andy Project. Da steht Andy Project. Als ob vorhin jemand gesagt, da läuft Andy Project rum. Ich weiß sogar nicht, wie der aussieht. Du warst im Sabrina-Video, haben sie gesagt. Das habe ich noch nicht geguckt. Genau. Warte, jetzt. Name, Andy Project, Team, Blau, Level 50, nein, fertig. Rot. Ach, Rot, ach, was weiß ich. Hä? Ja, wenn man immer nur hier im Chat schreibt, können wir mal interagieren. Da sehe ich ja das Team nicht, wenn da eine Kampfanfrage kommt. Dann ist das halt der Andy Project. Dann seht ihr den, ihr kennt den ja schon. Ihr guckt ja Sabrina, da kennt ihr den. Na, und wo ist die Sabrina-Unterschrift? Die müssen wir mal gucken, hier hinten auf dem T-Shirt. Das haben wir ja bei Diver eben schon gehabt und so. Was war dein Highlight heute? Dass du die Zwillinge getroffen hast, da stehen sie nämlich noch. Hast du einen Shiny Relaxo abgegriffen, wenigstens? Nee, aber meine Frau hat gestern zwei gekriegt, die kriege ich eins. Gestern mit meiner Frau gespielt. Die hat gestern gespielt? Ja. Der hat jeden Tag ein Ticket wahrscheinlich, glaube ich. Nee, morgen bin ich nicht mehr hier. Wir auch nicht. Irgendwann ist auch mal gut, ne? So, heute früh 8.30 Uhr bin ich hier lang gelaufen. Da war noch alles leer in dem Wagen. Ich habe gesagt, ich muss heute unbedingt noch filmen, wie da die Burger drin liegen, schön eingepackt. Da kriege ich immer mega Hunger, wenn ich das sehe. Jetzt ist es gleich 17.30 Uhr, also der Tag ist fast komplett um. Ich muss euch unbedingt aber noch die Burger zeigen. Guck mal hier, Cheeseburger, alles verpackt, steht da dran. Das sieht gut aus. Ist jetzt nicht mehr alles prall gefüllt, aber die gibt es auch bei jedem GoFest immer. Könnt ihr hier auch noch mal sehen. Hamburger, alles liegt voll. Beim letzten Mal habe ich mir auf jeden Fall da Burger geholt und fand die mega genial. Und die sind schön eingepackt, direkt gehst du hin, hast du direkt Burger, musst auch nicht warten.
dass irgendwas fertig gemacht wird. Das war ein persönliches Highlight von mir. Heute habe ich mir nicht einmal was zu essen geholt. Das muss man auch erstmal schaffen. So, wir beobachten ein seltenes Phänomen. Überall brennt die Sonne und die Pokémon-Spieler versammeln sich natürlich unter den Bäumen, da wo Schatten ist. Überall wo Schatten ist, sitzen die Leute. Schaut mal darüber, da ist Schatten, da sitzen Leute genau abgeschlossen mit dem Schatten. Wenn ihr hier hochguckt, da ist Schatten, da sitzen die Pokémon-Spieler im Schatten. Hier ist alles frei, aber immer wo Schatten ist, sitzen die Pokémon-Spieler. Und wenn ihr in-game mal schaut, es wurde angekündigt, für 17.30 Uhr theoretisch, dass dann noch ein Überraschungsraid, ein Abschlussraid, ein riesen brutales sonst was kommt. Ich brauche eh noch einen Raid. Gewinn einen Raid für die letzte Aufgabe, weil ich bis jetzt die ganze Zeit nur beschäftigt war. Und jetzt sehen wir auf einmal hier 5 legendäre Eier. Ich denke ja, da ist Chabelle jetzt nochmal drin, dass man das als Special am Ende nochmal bringt. Einmal aus der Forschung, jetzt 5-mal hier vielleicht zum Abschluss, dass alle zusammen das nochmal raiden, 5-mal die Möglichkeit haben. Ich glaube eigentlich nicht an Cresselia und Darkrai. Ich denke wirklich, da ist Chabelle drin. Und alle werden die Arena einnehmen, sprengen und zusammen raiden. Das wird auf jeden Fall richtig fett. Genauso wie das 2-Kilometer-Ei, was jetzt aufgeht. Pupsi hat sich irgendwo, habe ich verloren. Ist nicht mehr da. Pupsi ist irgendwo, genau. Alle suchen auf jeden Fall gerade Schatten. Und ich brauche noch ein 12-Kilometer-Ei, dass ich meine 12-12er wieder zusammen habe. Ansonsten schauen wir mal, was da rauskommt und machen das als Abschluss-Raid, damit wir auch mit der Spezialforschung durch sind. So, die Spannung wächst, ne? Ich habe gesehen, im ganzen Park geht was auf. In der Nearby-Liste zeigt es jetzt 11, 5 in der Mitte, ein paar außenrum verteilt, die alle zur gleichen Zeit irgendwie aufgehen. An 3 Stück kommt man direkt von hier dran. Bei 2 müsste man aufstehen, dort in die brennende Sonne laufen. Aber erstmal gucken, was das wird, was da drin ist. Rote Nase. So, da kommt auf jeden Fall gerade ein wildes Evoli und verteilt Aufkleber. Sticker in Pokémon Go. Seht ihr das? Erschreckt es nicht, dass es wegrennt. Es hat ein grünes Fell mit einer Mütze auf. Und verteilt hier Sachen. Hey! Und aber auch einfach wunderbar. Es hat funktioniert. Ihr durftet das Evoli nicht erschrecken, sonst wäre es weggerannt. Und so kam es an. Habt ihr euch auch Sticker besorgt? Wart ihr auf dem GoFace oder braucht ihr welche? Schreibt es mir an, ihr habt noch ein paar liegen. Jetzt haben wir gerade gefilmt, wie das Evoli die Sticker verteilt hat. Da läuft einer vorbei, guckt mich an. Ich dachte, entweder will er mir gleich was verkaufen oder sonst was. Und es ist der Luigi Sarada. Den kennt ihr aber alle, oder? Ja. Welches Team, welches Level? Das sind die Standardfragen. Team Blau natürlich. Gehört sich nach meinem Vater und Level 46 bis jetzt. 46, kein Problem. Wir hatten vorhin Level 26 dabei. Ja. Jeder hat mal klein angefangen. Ja, eben. Aus Liebe zum Freund angefangen, extra damit hieß es. Und dann wird zusammen gespielt und dann hat man hier wirklich viele Leute getroffen. Ja. Was war dein Highlight bis heute? Bis heute? Unfreiwillig auf dem zweiten Account ein 100er Darkrai. 100er Darkrai? Ich verfluche es, als der zweite Account ist und wir haben für eine Freundin ganze Zeit Darkrai gesucht. Und dann hat es der zweite Account abbekommen. Müssen wir sagen, man könnte jetzt scherzhafter sagen, tausch es dir halt rüber, aber... Mysteriöse kannst du nicht tauschen und die IV würden sich eh verändern bei einem Tausch. Nee, weiß aber nicht jeder. Sonst darf man es kurz noch zeigen, habe ich. Wenn man es erkennt, weiß ich nicht. Sehe alles ja, ich mag hier. Zelda. Hast du eins von den neuen Shinies bekommen? Nee, darauf bin ich gar nicht mal so stolz. Aber ich? Nein. Scheiße, wie schreiben wir nochmal Shaman? Das ist mein Highlight eigentlich. Jetzt ist es aber kein. Leider fehlt eine IV, aber... Jetzt hätte er mich schon fast erschreckt hier. 1536. Ein Shaman mit 98% aus Berlin, aber natürlich ein nettes Souvenir. Ja, denn ich komme ja auch aus Stuttgart, also wir haben auch einen langen Reise hinter uns. Stuttgart, Grüße an Ismo, ne, wenn er das sieht. Macht er wahrscheinlich nicht. Ihr wart bestimmt gerade auf dem Weg davor, weil da jetzt hier ein Mega-Foto gemacht wird, oder was habt ihr gerade vorgehabt? Ich weiß es nicht, ja. Wir waren noch rumpelt von Freunden, die auch hierher kamen. Hey, hier wird irgendwas spezieller Welt gemacht, komm, ja. Geht noch her.
Guck mal auf die Uhr, 17.30 Spezial-Raid und dann ist hier, geht 17.50 auf oder was? Hier sind 20 Minuten schon wieder. Ja. Na Jentek, was macht ihr da? Ich warte nur drauf, dass der Typ da runterspringt. Das ist bestimmt eine Stuntshow, die die noch machen, ja? Der da oben rumsteht. Aber ich glaube, sie machen einfach nur ein Foto. Also, am besten alle davor stellen, dann sieht das gut aus. Ich bleib hier sitzen. Ja. Ich habe so Sonnenbrand überall, ich gehe jetzt nicht mehr aus dem Schatten dann raus. Ich verfolge dich weiter. Seit März bin ich, seit März oder so, letztes Jahr schaue ich schon. Seit März? Guck ja, da. Letztes guck, Jahr. Guck, seit März. Und, ey, da ist immer wieder so, die Zeit versüßt. Das freut mich doch. Dankeschön, ist schön zu hören. Ja. Gab drei Leute, die haben gesagt, das persönliche Highlight war, mich zu treffen. Ja, jetzt schon. Jetzt hat es noch eins erzielt dafür. Aber er hat ja einen Shame in 98, also Highlight. Da komme ich leider nicht ran. So. Dann, ja, dann viel Spaß noch. Ciao. Zack. Und vielleicht sieht man sich mal wieder, ja, ne? Vielleicht beim nächstes Jahr Goatfest. Ziegen haben wir heute auch. Angeblich gab es hier Ziegen irgendwo, habe ich keine gesehen. Doch, es gab Ziegen. Glaube ich. Die versauen mir die ganze Anmoderation. Dann habe ich halt Ziegen gesehen. Muss ja keiner wissen. So, komischerweise sind die Eier jetzt aufgegangen und ich habe wirklich gedacht, da ist Chabelle nochmal drin. Chabelle, irgendwas. Aber es ist Darkrai und Cresselia und jetzt halt alles auf einem Haufen. Und na gut, ich habe eh noch freie Raid-Pässe. Vielleicht, dass die Leute ihre freien Raid-Pässe noch wegmachen können und noch zusammen raiden können oder irgendwas. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas ganz Besonderes. Es ist jetzt leider nur das. Ich gehe jetzt auf die gelbe Arena, drücke das Cresselia an. Denn ich möchte eigentlich nur Cresselia-Raids machen, weil mir das 100er fehlt. Versuche da mal reinzukommen. Es hängt sich gerade auf natürlich. Hä? Jetzt funktioniert's. Ich stelle euch mal ab. Wir lassen den Raid noch durchlaufen. Gucken mal, was passiert. Also aufs Cresselia. Boah, das ist aber kompliziert hier, ne? Jetzt mach doch mal hier irgendwas. Das ist wahrscheinlich so ein Test, wie viel Belastung da sein kann, bevor irgendwas passiert. Also wenn ich drauf gehe und zurück, das sieht gut aus, aber ansonsten weiß ich nicht. Hannes kann auch nicht drauf drücken. Irgendwie geht gerade gar nichts mehr. Bei mir hängt es jetzt auch, an die Arena ranzugehen. Beim Hannes, der hat den Button dran, zum in die Arena reingehen, zum Kämpfen. Aber irgendwie passiert nichts, wenn er drauf drückt. Jetzt kann er seinen Pass einwerfen. Schon reinkommen ist nicht die. Aber Hannes ist drin. Hufsi ist auch drin, irgendwo drin. Bei mir, es geht nichts, keine Ahnung. Soll ich jetzt warten? Soll ich neu starten? Das ist doch wieder mal. Ich mache mal einen Neustart. Ich stelle euch mal hier unten ab. Mal gucken, was passiert. So, ich glaube, wir haben es geschafft, in den Raid zu kommen. Ich weiß nicht, was passiert. Wir können aber gucken, ob wir jemanden hier kennen. Knubbeline, Snittebelsen, Jovitala, I am Catweasel, B Hamster, 1337, Mr. Luki, Küsaga, Uwe Free, TJ vs. Everybody, L. Matthew, Xueta, Luca Cornville, Dirliga, TCL20, Frank Kostcheck, Miss Dreggen, Bobli, Jules, Sunny, Starcase und Ramses, der Dicke. Jetzt muss ich mal kurz nach dem Level gucken. Da ist noch ein 50er. Zwei 50er in der Lobby. Ich und der Kollege. Jetzt habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Wir gucken mal, ob es klappt. Es sieht gerade gut aus. Also wir sind nicht rausgeflogen. Es hat eben gedauert, mit dem Raid-Pass den Pass noch reinzuwerben, noch was zu machen. Also sollte bestimmt nur sein, dass die Leute halt wirklich alle hierher gehen, wenn die sehen, oh, 5 Raids. Wir gehen schnell alle runter. Und dann stehen alle da unten zusammen und dann, so, jetzt sind alle in einem Käfig drin. Jetzt, zack, schlägt die Klappe zu. Und jetzt wurde ein Foto gemacht. Und wir sitzen hier im Schatten, wie so, ja, wie Leute, die halt nicht auf dem Foto sind dann. Kann man sich ja noch nachträglich einfügen. Ja, und das Ding jetzt hier weg. Irgendwas mit über 16, 15 muss es haben. Das weiß ich. Mehr weiß ich gerade nicht. Shiny brauche ich nicht. 100er muss ich haben. Das muss noch her. Und ich habe keinen Bock, bei dem Ding wirklich viele Raids zu machen noch. Und da ganz viel rauszupulvern. Wir hauen das Ding jetzt hier kaputt. Es ist auch gleich fertig. Und dann gucke ich mal, dass ich meine anderen Pässe trotzdem noch für Cresselia raushau. Und ob da vielleicht noch irgendwas Gutes dabei ist. Wir gucken nur mal nach dem Wert, ob es ein Shiny ist. Fang mache ich dann selber. Und schaue ich mal, wie viele Raids ich noch schaffe mit den Pässen. Weil es ist ja in 3 Minuten eigentlich eh vorbei.
Hannes spielt Fang mit seinem Handy, schmeißt das hier durch die Gegend. Kein Shiny und 2009, gut, da blicke ich nicht durch, hat er jetzt Wetterboost, also da kannst du jetzt mit 16, 15 nichts mehr reisen. Ich fang's jetzt mal. Wir bewerten es dann am Ende irgendwann. So, einfach fabelhaft. Lennart, schreib's mal in die Kommentare, ich habe mich schon wieder erschrocken. Die haben dasselbe Ding jetzt eben schon mal gemacht, ich bin übel zusammengezuckt. Ich wusste genau, was kommt, bin wieder zusammengezuckt, extrem, also ich bin zu schreckhaft einfach nur. Da drüben stehen sie alle. Und Mios sind im Schatten. So, wir sind jetzt natürlich aus dem Park raus, immer noch knallrot und wollen jetzt kurz Abendbrot essen hier im The 60s American Café Restaurant Bar. Und das sieht so genial aus da drin. Ich weiß nicht, ob man das hier von der Seite sieht, sonst gehe ich gleich mal rein. Zeige euch nur mal kurz die Sitzmitgelegenheiten. Sitzgelegenheiten. Guckt ihr nur mal hier die schönen Ledersofa an. Also Sitzgelegenheiten. Einmal in Rot, einmal in Blau. Siehst du auch hier drüben, wie das eingerichtet ist. Das ist oldschool, das ist richtig cooles Feeling. Richtig amerikanisch. Da sitzen die anderen auch am Tisch, die können wir mal kurz zeigen. Das ist noch der Hannes hier, da sind die Getränke schon da. Das ist der Chevy, das ist Pupsi. Prost. Oh, Prost. So, schnell verstecken. Wir haben nämlich jetzt was zu essen bestellt. Es gibt noch Burger, die werde ich ganz kurz noch hier reinschneiden. Und dann sage ich im Hotel noch mal ein kleines Schlusswort dazu. Oder guckt euch hier einfach mal diese geniale Speisekarte an. Schon alleine das Design, das sieht so genial aus. Hier hat sie noch einen Daumen im Gesicht, ne? Alles. Was das Herz begehrt, das sieht super aus. Ist auch eine riesen Auswahl drin. Weiß nicht, ob ihr das seht. Da ist so viel, da weißt du gar nicht, was du essen sollst. Und hier gibt es auch sogar Biertürme. Ich habe noch nie einen Bierturm gesehen und hier steht einfach Bierturm, 3 Liter. Ne? So, Hannes, was ist das jetzt? Sag mal kurz, was hast du da? Ein Jalapeno Cheeseburger. Das ist ein Jalapeno Cheeseburger. Ihr seht ja da die Jalapenos drauf. Die sehen auf jeden Fall richtig grün und knackig aus. Ich habe noch nie solche Jalapenos gesehen. Probieren Sie? Ich habe gedacht, ich nehme diesen Hot Chicken. Das ist eigentlich genau das gleiche. Nur, dass halt Hähnchenfleisch drauf ist. Und Pupsi hat hier so eine super 60 Pizza. Guck dir die mal an. Oh mein Gott, die Hand brennt. Nimm das schnell wieder weg. Ah. Und das? Das ist eine Gewürzgurke. Das Mayonnaise, das Ketchup und das ist ein Spiegelei. Spiegelei, genau. Das ist nämlich der 60s Burger. So, wir sind jetzt zurück im Hotel angekommen. 21.49 Uhr. Das ist das Cresselia, was wir zum Abschluss gemacht haben mit Wetterboost. 2009 war es. Es ist ein 13-15-13. Das war das Letzte, was ich dann gebraucht habe, um auch das letzte Kapitel von der Spezialforschung zu lösen. Da musste man ja noch ein Raid machen, da ist ein Raid gemacht. Jetzt können wir hier noch Sticker abholen, wir können noch Staub abholen, wir können hier noch Module abholen, nochmal Shaman Bonbons, 2 Eibrutmaschinen und damit ist die komplette Spezialforschung zu Ende, die ihr vielleicht ja nach 5 Minuten fertig hattet und ich irgendwie bis jetzt gebraucht habe. Es ist einfach zu viel passiert. Das möchte ich jetzt hier ausmachen. Mehr gibt es hier drauf nämlich nicht zu sehen. Aber ich möchte noch kurz ein bisschen was erzählen. Und ich bin so fertig. Guckt euch das an. War rot, weiß, rot, weiß, rot, weiß. Sieht auf jeden Fall mega genial aus. Ich schwitze so, es ist mir so heiß. Ich habe überall Sonnenbrand, ich bin komplett durch. Wir haben so viel in der Sonne gestanden, aber so viele Leute getroffen. Es hat mega Spaß gemacht, auch wenn ich komplett kaputt bin jetzt. 2 Dinge möchte ich noch erwähnen, und zwar der Chevy Arts hat uns am Ende noch begleitet. Wir sind dann noch in ein amerikanisches Dinner, wie gesagt,
habe ich ja dann gezeigt. Der hat auch nochmal eine Runde B-52 ausgegeben und wir haben uns nochmal zusammengesetzt, da dann noch ein B-52 rein, habe ich schon ewig nicht mehr, letztens im Stream hatten wir es erst von B-52, jetzt das dazu als passende Geste. Dankeschön da nochmal, danke auch für die Einladung da dazu, das war richtig genial. Und ein was, ich weiß ja nicht, ob ich sagen darf oder nicht, aber ein was möchte ich trotzdem hier nochmal zeigen. Wir haben ja den Gothic getroffen, den Gothic, ja, 6-6. Und dann haben wir den Gothic nochmal getroffen. Und dann fängt er irgendwann an nach dem Gespräch und wühlt so in seinem Portemonnaie rum. Und hat er so einen 10-Euro-Schein und hat sich verabschiedet, er muss jetzt los und hat mir nur so die Hand hingereicht und gesagt, hier noch eine kleine Donation, ja, für den Kanal und so. Ich habe gedacht, okay, oh cool, Dankeschön, hab mich bedankt, alles. Dann sind die ab, dann nehme ich den 10-Euro-Schein und guck drauf und dann ist das einfach ein 50-Euro-Schein, also das hat mich so, ich habe gedacht, hä, das kann doch gar nicht sein. Deswegen hat er so lange gewühlt, er hat doch schon einen 10er gehabt, nein, 50 Euro. Er hat noch eine 50-Euro-Donation dagelassen. Und ich finde, das muss man erwähnen, das finde ich richtig brutal, also Dankeschön dafür, danke für alles. Danke an jeden, der da einen angesprochen hat. Danke an jeden, der sich zu erkennen gegeben hat. So rum. Denn im Endeffekt, es war nicht mein Go-Fest. Es war nicht meine Forschung, mein Zeug. Ihr guckt nicht da, wie ich spiele, wie ich sonst was. Sondern es war euer Go-Fest. Für euch, für die Community. Jeder sollte gezeigt werden. Jeder sollte mit rein. Jeden, den ich getroffen habe, wollte ich gerne einfach seine Bühne geben, dadurch, dass eben in der Community, in den Chats alle wie am Stammtisch zusammensitzen. Die Namen kennen sich untereinander alle in-game, aber keiner hat ein Gesicht dazu. Deswegen war mir das wichtig. Ich soll nicht im Vordergrund stehen. Ihr sollt im Vordergrund stehen. Ihr solltet die Community sein. Die Community, auf die ich so stolz bin, die ich so mega feiern, die so gut zu mir ist. Und die sich untereinander mittlerweile auch ja anfreunden, kennen, immer sich begrüßen, sich wohlfühlen, in den Streams zusammenzusitzen. Und jetzt habt ihr viele Leute sicherlich gesehen, viele habt ihr gekannt, manche habt ihr vielleicht nicht gekannt, jetzt ein bisschen kennengelernt oder noch ein bisschen näher kennengelernt. Wenn ihr sie gekannt habt, habt auch immer mal ein Gesicht dazu gesehen. Also danke an jeden, der da auch mitgemacht hat, der sich da gezeigt hat. Und ja, gleich kommt Wrestling, 22 Uhr. Ich glaube, ich werde nochmal ein extra Video dann auch machen, gesamt wegen Fazit, Ausbeute, Pro, Contra und was mich wirklich mega genervt hat am GoFest. Das würde jetzt hier zu lange dauern, das würde den Rahmen sprengen. Da würde es also nochmal theoretisch ein Video geben mit Zusammenfassung, warum ich so gucke, ne? Das GoFest oder so, ah, das GoFest? Ne, das GoFest. Denn zum Ende hin hat mich was wirklich mega genervt, das fand ich richtig kacke, aber dazu werde ich ein extra Video machen und generell nochmal, wie ich das GoFest so erlebt habe. Gleich explodiert die Lampe, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und Dankeschön für alles und danke für euch und danke für die tolle Zeit. Und Grüße an Pupsi und Hannes, die mich tatkräftig unterstützt haben und an meiner Seite gestanden haben. Das ist Berlin! Der musste noch rein. Tschüss.